Willkommen zu Rave of Empires! Rage. Ach so, Rage of Empires. Willkommen. Hallo, herzlich willkommen zu Rage of Empires natürlich. Das ist Mara, das bin ich. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Er war schon öfter hier zu Gast bei unseren Heiligen Hallen, hat uns unterstützt in Form von Casten und von Tipps geben. Und er ist auch mal in einer legendären Folge gesprungen als Donny. Welche Folge war es nochmal, falls man 44, falls man das nochmal angucken will. Der legendärste Prank aller Zeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen wollen. Die Rede ist natürlich von Nili. Hallo, Nili, du bist drüben im Hängi. Hallöchen. Liebe Grüße, schön, dass du da bist. Nili ist heute hier, wir werden gleich uns ein bisschen unterhalten, denn Nili hostet ja das NAC, Nili's Apartment Cup, nächste Woche mit der Weltelite des Age of Empires 2, kann man sagen, sollte man sagen, ja. Muss man sagen. Und nee, nächste Woche ist richtig, ja, genau. Morgen. Morgen, so siehst du mich auch. Nächste Woche morgen. Genau, und ja, er wird heute ein bisschen bei der Sendung dabei sein. Marco kann leider heute nicht da sein, er ist leider krank. Florentin ist unterwegs, ja, der große Rockstar jetzt hier, BTF-Orchester, cool, ja. Ja, vergiss nicht, wo deine Wurzeln sind, ja. Age of Empires 2, das ist nämlich viel cooler. sagt man so. Ja, Marco ist natürlich krank, ist natürlich jetzt in seiner kleinen Krankenweste zu Hause, ne? So eine kleine, die ist ein bisschen gefüttert mit so ein bisschen, oh, das kann man ja, so ist heißes Chat. Wasser, also da kann so man so heißes Wasser machen. Reinmachen. Das ist so eine Wärmflaschenweste. So stelle ich mir das vor bei Marco. Und deswegen, aber nicht nur deswegen, sondern ist natürlich toll, dass Nili da ist. Immer gut, die Profis da zu haben, die es ein bisschen einordnen in den ganzen Quatsch und absoluten furchtbaren Scheiß, den wir zustande bringen auf diesem, in diesem Spiel. Und er wird heute ein erstes Spiel casten. Und zwar werden Mara und ich, das gute alte Maroni, ja. Die guten alten Maronen werden wieder ausgepackt. Schön, Weihnachten ist vorbei, jetzt wird noch mal ein bisschen Maronen werden geknuspert. Und wir spielen 2 gegen 2 gegen 2 Auserwählte aus der Community. Und Nili wird das Ganze casten. Aber vorher, Nili, eine Frage. Erzähl doch mal, NAC geht los. Was muss man sich darunter vorstellen, wenn man jetzt nicht wie viele andere Age of Empires Interessierte jeden Tag auf Twitch ist und sich da darüber informiert, über die Szene. Was kann man so da erwarten beim NAC? Ja, also eigentlich sollte man eh jeden Tag auf Twitch sein, ne? Von daher, das ist schon mal der erste Fehler. Ja. Für alle Leute, die es aber noch nicht gemacht haben oder erst noch planen. Ich habe meine Wohnung komplett umgebaut und habe so die 8 besten Spieler der Welt eingeladen und lass die nächsten 9 Tage gegeneinander Age of Empires spielen. Die Spieler werden selbst casten, ich habe 3 Caster aus der Welt einfliegen lassen. Und ja, wird großes Entertainment sein, glaube ich. Und am nächsten Freitag werde ich die auch mal alle mit ins Gepäck nehmen und auch hierher kommen zu einer Sondersendung Rage of Empires. Genau, wir machen dann wieder die Sendung, wo wir immer besonders beschissen aussehen. Wir haben ja unsere Glanzmomente, aber gerade so, wenn Viper, Daut und Co. hier sind, dann sieht man dann doch, dass auch nicht mal Marco gut ist eigentlich. Vor allem, wir werden ein Tandemspiel von dir und Viper sehen. Ja, das ist jetzt quasi, das hast du jetzt einfach gesagt, ne? Dann ist es jetzt auch in Stein gemeißelt. Ja, danke Mara dafür, das wird wohl passieren. Ich danke, Örjan weiß davon auch noch nichts, aber wir werden doch, uns beide, weiß er schon. Also das stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor. Tatsächlich Viper und ich im Tandem, das kann eigentlich nur komplett geil werden, weil wir sind ja eine Symbiose, wir sind ja ähnliche Typen auch, ne? Wir sind ja, weißt du, wer das andere Tandem spielt? Nee, wer? Florentin und Daut. Florentin und Daut, oh mein Gott, Flaut! Das wird geil, Mann. Oh, eine Flautkessel. Oh, schön, lecker. Flautkessel. Oh, da freue ich mich drauf. Das wird auf jeden Fall lustig. Und genau, ich habe es ja gerade gesagt. Also, man weiß ja bei mir auch, ich bin ja so ein ruhiger, strategischer Typ wie Viper. Das wird einfach in Hand wird das gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das passiert wenn wir nächste Woche. Müsst ihr unbedingt einschalten. Macht dafür Werbung. Teilt es überall. Denn wir wollen da mal schön Zuschauerrekorde knacken. Das wäre natürlich geil, wenn wir richtig viele Live-Zuschauer haben nächsten Freitag. Wird auch eine extra lange Sendung, ne? Wir sind 3 Stunden. 4 Stunden. 4 Stunden sogar. Mhm. Wir werden uns auch ein bisschen mit den Spielern, wie letztes Jahr auch, unterhalten. Das Ganze dann auf Englisch, ne? Schon mal drauf einstellen. Vielleicht schon mal jetzt Wörterbuch auspacken und so Wörter lernen wie and und at und was es soll und so. Und TC. Loom Donny zum Beispiel, genau. Und ja, da werden wir ein bisschen Interviews machen und einen schönen Tag verbringen. Ich freue mich schon drauf. Genau. Aber Nili, wir haben auch noch einen Trailer, glaube ich, von deinem NAC. Ich würde mal sagen, wir schauen da einfach mal rein, oder? Ja. Ich glaube, die Regie hat den. Wir feuern den jetzt mal ab. Hier kommt der Trailer, der offizielle Trailer fürs NAC 2. Bitteschön.
Ja, da kommt jetzt noch eine Einblendung. Oder noch eine, also man hat es sehr, sehr episch. Also ja, wirklich sehr, 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 boah, da hat man richtig Bock jetzt auf noch mal Game of Thrones nochmal gucken. Irgendwie. Oder ich habe irgendwie erwartet, am Ende kommt so, what is dead, man never die. Neelys Apartment Cup. Aber Neely, sind heute schon welche angekommen? Ja, ich habe die ganzen Leute schon getroffen. Ne? Oh. Dautner hat natürlich schon die ganzen Sprüche reingedrückt. Ne? Der hat sich ja nicht meinen Erwartungen entsprechend verhalten beim ersten Cup. Und dann habe ich ihn nicht wieder eingeladen, habe aber gemeint, du kannst dich wieder qualifizieren. Ja. Und er kommt dann an, Neely, thanks for inviting me. Oh, wait, you didn't. Und dann Nikov war auch schon da, der ist halt irgendwie so 1,50 Meter groß. Und Daud kommt dann so an, hello Nikov, where's the rest of you? Und dann hat er natürlich immer sein charmanter serbischer Akzent. Ja, so, Nikov? What, where's the rest of you? Memp auch schon gut rumgeschrien und sowas. Naja, war ist schon eine schöne Gruppe. Ja, ich habe bei Viper irgendwie gesehen, irgendwie Social Media, Twitter, dass er irgendwie sich mit Jordan getroffen hat. Ich wusste genau, wo die sind, weil das war so ein Restaurant, wo so ganz viele Bäume drin sind. Das ist nämlich das Hans im Glück im Berliner Hauptbahnhof. Da sind so ganz viele Baumstämme. Jedes Hans im Glück sogar. Ach, sind die alle so? Ja, ah, okay, gut. Oder meinte halt Viper so im Sinne von dann warst du wahrscheinlich das in Stuttgart, ne? Ach, ist das so? Nee. Dann sind die halt irgendwo im Hans im Glück. Das ist wohl das, wohl das Konzept. In München. Natürlich waren die München. Ah, München bei Jordan. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, Forest Nothing. Egal, der Gag ist jetzt vorbei. Okay. Ich wusste nicht, dass die überall dieses Kack. Das ist eine Kette, Donny. Ja, aber ich habe jedes Mal. Es muss der eine McDonald's gewesen sein in Berlin, weil nur der hat Hamburger. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinem Besserwissen-Scheiß. Naja, gut, aber ich denke mir halt, bei so einem Hamburger ist ein gutes Konzept, aber nicht überall Bäume, wo man dagegen läuft und nie weiß, wo das Klo ist und dann aufs Klo geht und sich dann verirrt zurück an den Tisch, weil man in einem fucking Wald ist. Da denke ich mir, okay, das ist ein Kackkonzept, das kannst du nur in einer Filiale gehen. Aber scheinbar gibt's das überall. Und jetzt werden wir wahrscheinlich verklagt vom Hans. Der ist nämlich gar nicht im Glück, der ist traurig, der ist schlecht drauf. Okay. Weil der ganz in den Wald verloren geht. Aber ja, genau, also ich will dich immer noch ein paar Sachen fragen, Lili, weil ich bin ja wirklich fasziniert davon, ganz ehrlich, ich habe das letztes Jahr auch wirklich verfolgt und ich sag das immer wieder und betone es auch gern, ich bin einfach tatsächlich ein Age of Empires fucking Fan und ich gucke mir fast mittlerweile lieber gute Profispiele an als ein Fußballspiel mittlerweile tatsächlich. Und ich habe letztes Jahr wirklich auf der Couch gesessen und das meiste vom NAC 1 verfolgt und fand das richtig gut. Was erwartest du dieses Jahr, glaubst du, weil du hast ja mit dem NAC 1 tatsächlich auch echt gute Zuschauerzahlen gehabt, vielleicht sogar Rekorde gebrochen bei dir, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war es schon echt durchgehend sehr, sehr viele Zuschauer, was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass die ganzen anderen Streamer sind ja da. Auch so ein Ding. Aber nein, es war natürlich durchgängig voll. Und deswegen meine Frage, glaubst du, es wird jetzt das Niveau noch mehr ankurbeln und dass die Spieler es noch ehrgeiziger und noch ernster nehmen als im ersten Jahr? Ja, also allein das Preisgeld. Ne? Beim ersten Cup hatten wir 2.500, jetzt haben wir 14.000, weil Microsoft mit reingestiegen ist und noch ein anderer Großsponsor. Und das nimmt die Leute, das ist der Prestige viel mehr, viel höher, Daud beim ersten Mal nur gesoffen. Und dann habe ich halt gemeint, so kannst du nicht benehmen, so, du musst mein Turnier ernst nehmen. Und die haben jetzt richtig trainiert und mehrere Sidebets am Laufen. Das heißt, wenn Daud früh rausfliegt, muss er noch draufzahlen und sowas. Ich glaube, die Leute sind richtig motiviert. Dann ist halt alles viel kompetitiver, die, professionelle Caster diesmal von Anfang an. Ich habe das ganze Setup, ich bin seit einer Woche nur am Schuften. Also ich habe sehr hohe Erwartungen. Okay. Ja, geil. Also ich bin großer Daud-Fan. Das ist einfach geil. Er geht da hin und säuft und raucht ein bisschen Shisha. Das ist doch Hammer. Ich liebe den. Ich finde den super. Sehr sympathisch. Der ist so witzig. Ja. Ja, die sind alles eine witzige Truppe. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich schaue vielleicht, wenn ich darf, auch mal vorbei da in die Stube. Ja, wir haben ja auch noch ein Meet and Greet, ne? Wir haben auch noch ein Meet and Greet. Sind denn da überhaupt noch Plätze frei, Nili? Es ist schwierig, ne? Ich habe ja. Wir hatten ja ein Meet and Greet auch beim ersten Cup und das ist so gut angekommen. Habe ich gehört. Da ging. Habe ich dir die Storys erzählt? Ich habe gehört, da ging es ziemlich zur Sache. Hallo, wir wollen keinen Namen nennen, aber wurden in manchen Ecken. Habe ich gehört. Da kann man ein paar Offstream-Stories austauschen. habe ich auch gehört. Noch keine, sorry, ich habe dich unterbrochen. Also ja, die Frage war, ja. Genau, und dann letztes Mal waren ja so 80 bis 100 da und dann dachte ich, ja, wird es jetzt vielleicht ein bisschen größer und habe also einen ganzen Club auf der Reeperbahn gemietet und jetzt haben wir unendlich viele Anmeldungen, ich glaube, es werden so 150 Leute, zum Meet and Greet vielleicht noch mal mehr und boah, also es wird eine saftige Gruppe. Ich glaube, die werden nicht genug Stühle haben und wir werden eine Leinwand haben, kompletten Samstag und Sonntag. Ich bin richtig heiß drauf.
Saftig ist schon mal ein gutes Attribut für eine Party. Habe ich Bock drauf. ja, also ich glaube, die Basics sind abgefrühstückt. Also auf jeden Fall dürft ihr euch das nicht entgehen lassen. Das solltet ihr auf jeden Fall schauen. Und am besten nicht nur quasi unser Event nächsten Freitag, wenn die Profis da sind, sondern natürlich auch beim Nili vorbeischauen auf dem Kanal. Ich denke, Twitch ist the place to be bei dir am liebsten, ne? Da ist die meiste Live-Action. Du streamst ja auf Twitch, ne? Ja, ja, genau. Genau. Und Nili-AOC, nee, zusammengeschrieben, ne? Nili-AOE. AOE, genau, nicht AOC, genau. Und da, schaut einfach da vorbei, schaut euch diesen NRC 2 Cup an. Ich sag's jetzt, damit quasi gespeichert ist für immer. Ich sage, Daud wird weit kommen. Ja, ich sage tatsächlich. Ich wette, Donny. Wie weit ist denn weit? Ich wette tatsächlich, also Daud wird auf jeden Fall nicht ins Finale kommen. Okay. Ich denke, ich sehe da schon irgendwie Leary und Viper mit oben. Aber ich glaube, Daud kommt tatsächlich bis ins Halbfinale, sage ich. Top 4, sagst du? Ja, sag ich. Würde ich dagegen wetten? Uff, ich auch. Okay, aber was wetten wir denn jetzt? Einmal Hans im Glückburger. Nee, ist ja langweilig. Okay, ja, es ist schwierig. Wir haben ja beide relativ wenig Charme, ne? Das heißt. Beide relativ wenig Charme. Wir müssen was überlegen. Naja, sonst machen ja Leute mal so, ich mache immer was Albernes. Wir haben ja noch anderthalb Stunden Zeit. Ja, ganz solche Blicke. Also die, auf das Charme-Battle lasse ich mich gerne ein. Nee, den Charme machst du nicht. Entschuldigung, kannst du mir vielleicht deine Nummer geben? Ich habe meine verloren. Okay. Fick mich, wenn ich mich irre. Wolltest du mich gerade küssen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich habe ganz viele von denen aus den. Ja, ey, wir machen schnell weiter. Wir sagen mal so, der Wetteinsatz, den machen wir noch irgendwie aus und dann werden wir das schon auf den üblichen Kanälen kundtun. So, Mara, erstmal Frage an dich. Was sind die Finger? Sind die kalt? Sind die heiß? Hast du Bock zu ballern? Ja, jetzt auf jeden Fall. Ja. Wir machen nach den ganzen charmanten Sätzen, die ich hier gehört habe, will ich jetzt mal auf jeden Fall was Vernünftiges spielen. Open. Ich habe zwei Plätze aufgemacht. Okay. Und wir haben ein Passwort. Wollen wir auf das Passwort hindeuten? Ja, das ist immer so, das macht ja Florentin immer ganz gut. Wir könnten uns ja wieder ein super, super krasses. Willst du das wieder pantomimisch? Ah, okay. Ich mach's. Ja, stimmt. Ich mach's pantomimisch. Jetzt ist da schon BVG-Figo drin. Wie kann das denn sein? Hat's wahrscheinlich erraten. Ach so, das Passwort ist ja schon drin. Ja. Das Passwort ist auch mega unkreativ. Das hast du vorhin einfach mal reingemacht. Das ist doch scheiße. Das macht das Spiel doch gar keinen Spaß. Oh, wir haben schon zwei. Okay, wir haben die zwei. Die sind aber zu gut, oder nicht? Die haben 17,50, 17,13 Bullseye. Hier, komm, hau ab. Ja, komm, erst mal raus hier. Mach mal den Figo raus. Okay, es ist noch offen. Es ist mega schwer zu erraten, Leute. Mara ist total, hat hier eine Tafel aufgestellt, gebrainstormt. Ja. Bode, traust du dich das? Ja, wir machen mit Bode. Bode und Bullseye. Du kennst alle im Chat einfach, ne? Per Namen aus. Du bist mit allen einfach so mega per Du und Kumpel oder was. B-Dotes. Weißt du sofort, das ist der Bode, alles klar. Das ist der Bode. Bullseye ist was? Dieter? Dietmar? Michael. Michael Hirschmaßen aus Buxtehude oder Reutlingen Süd. Reutlinger! So, alles klar, Nili, wir sind jetzt eigentlich bereit, würde ich sagen. Wir haben jetzt 2 gegen 2 in der Lobby, wir sind Team 1, wir haben die Farben. Und ich würde sagen, wir geben jetzt an den guten Nili ab und er castet euch mal schön geil durch dieses Game. Und ich sag einfach mal an, dass Mara und ich das natürlich gewinnen. Ja, klar. Alles klar, dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Und Nili, wir geben ab an dich. Oha. Der ganze Druck, der auf mir lastet hier. 2 gegen 2, Mara und Donny gegen Bodes und Bullseye. Die Frage, hören wir auf dem Stream auch noch die beiden? Nee, nicht mehr, ne? Und komm, zeig doch mal die Lobby da jetzt. Zeig doch mal die Lobby da. Udi. Ich glaube, wir hören die noch, ne? Zeig doch mal die Lobby. Da ist sie. Okay, blinken schon mal die ersten Beleidigungen. Und Team 2. Passt man auch ganz gut. Wir spielen Arabien mit der Plünderparty. Schauen wir uns gleich mal an, was wir hier so haben. Ja, sehen. Chinesen für Mara und Kelten für Donny spielen gegen Vietnamesen und Franken. Das wird natürlich sehr interessant zu sehen, was die beiden so spielen, was so deren Auswahl an Einheiten sein wird. Außerdem, normalerweise versucht man ja, dass einer irgendwie Bogenschützen baut und den anderen Ritter oder vorher Scouts. Und ja, das würde eigentlich ganz gut hier gehen. Mit Chinesen dann auf Scouts und Ritter
und vorher und zwischendurch der Kälte könnte hier auf Bogenschützen gehen. Gefällt Donny ja sowieso. Hat eine ganz gute Karte, finde ich. Gold nah dran, Bären auch ganz okay. Wenn er hier vorne sich so ein bisschen aufbaut, muss den Hügel aber kontrollieren. Wenn der in die Hand des Gegners geht, wäre das ganz schön hässlich für ihn. Erkundet hier ein bisschen. Und auf der anderen Seite, relativ weit entfernt, haben wir hier Bullseye, der mit dem ja, Schafe finden noch kein Bullseye gelandet hat. Hat eine ganze Weile gedauert, muss hier auch mit dem Dorfbewohner erkunden. Ist natürlich nur ein bisschen ein Zufallsfaktor, der inzwischen in der kompetitiven Szene keiner mehr ist, weil wir inzwischen nur noch mit Karten spielen, wo man immer mit einem Schaf schon mal im Dorfzentrum startet. Das heißt, Dorfbewohner können immer anfangen und dieser Glücksfaktor ist erstmal raus. Oh! Oh, das mag anscheinend schon mal auf das ganz lange Spiel sich vorbereiten. Und da baut er einfach schon mal hier ein paar Häuserchen vor. Hat das Schaf an nicht der allerbesten Stelle geschlachtet. Rot und Grün gegen Blau und Gelb. Donny hat sich direkt gelb gesichert, als er in den Raum gekommen ist. Meint das Wort, ja, jetzt hol ich mir direkt gelb. Das nimmt mir keiner mehr. Und ja, da wird schon das erste Wildschwein gesucht. Schießt es jetzt nochmal an, geht zurück. Und Dorfzentrum währenddessen leicht untätig. Sind hier ein bisschen weiter am Erkunden und geht jetzt zurück ins Dorfzentrum. Oh, oh, das sieht nicht so gut aus, ihr Liebespunkt. Eieiei. Das lassen wir mal lieber unkommentiert. Aber wahrscheinlich werden hier schon mal die strategischen Sachen ausgepackt. Hoffen, dass es Donny vielleicht scoutet und dann einen nicht so ernst hat. Und sagt mir nicht jetzt, dass das zweimal passiert. Es sollten eigentlich nur vier deutsche Spieler sein. Und dementsprechend sollte der Lag nicht so hoch sein. Sagt mir jetzt nicht, dass hier ein zweiter Dorfwohner drauf geht. Die ist noch weit entfernt vom Dorfzentrum und. Oh nein, 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 nein! Was haben wir denn hier? Oh Gott, und dann auch noch, das ist auch so weit raus. Oh, da hätte gerade Loom gedrückt und dann wieder abgebrochen. Immerhin gibt es hier eine Teamkommunikation und rot-weiß. Ja, jetzt geht's aber raus. Ich kann mich vielleicht auf meinen Teampartner verlassen. Und dann gibt es auch nicht eine Ansage, auf was er geht, sondern einfach nur ein Okay. Ich hab's gelesen. Und versuche mich weiter auf mein eigenes Spiel zu konzentrieren. Schauen wir auf der anderen Seite. Mara, schon mit 400 Holz, geht jetzt hier weiter auf die Bären. Schönes Gold im Hintergrund. Nicht so leicht zu mauern hier allerdings. Das Ganze an der Front. Und, oh nein, sagt mir das doch nicht. Donny, der ist ein fairer Sportfreund. Da kann man sagen, was man will. Der Junge, der weiß, das Spiel möchte ich nicht spielen. Ich möchte nicht gewinnen, weil du so viele Dorfwohner an Schweinen verloren hast. Ich lass auch einfach einen töten. Mach ich einfach so als fairer Sportsmann. Es ist ihm einfach hoch anzurechnen, sowas. Da brauchen wir jetzt, manche würden behaupten, ja, es ist ihm aus Versehen passiert, aber Leute, die ihn kennen, wissen, das war mit Absicht. Der Junge wollte ein stabiles Spiel spielen, will es ein bisschen knapp machen, hier für die Zuschauer, hier für euch, ihr solltet euch dankbar zeigen. Ah, das schaut aber auch wirklich nicht so schön aus. Geht jetzt auf Holz, Dorfzentrum immer noch untätig. Versuchen wir mal kurz so durch die Population durchzugehen. Wir haben 11 bei Rot, dann haben wir bei Mara stabile 13. Donny spielt mit 15 schon und Bullseye spielt auch mit 15. Der hat sogar schon angefangen, hat so ein bisschen zu mauern. Hat jetzt auch ein untätiges Dorfzentrum hier. Das ist natürlich die Sache, die man niemals haben will. Donny ist sogar vorher zu mir gekommen und meinte so, Nili, hier, ich will irgendwie spielen, so, wie kann ich denn noch besser werden und sowas. Ich meinte so, Donny, was du machen musst, ist einfach 30 Mal die ersten 10 Minuten spielen. Oh Gott, Jungs. Sagt mir nicht. Nein, Donny! Oh, oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr. Ich möchte hier die Kamera sehen. Ist das wirklich Donny dort? Ist das Donny? Da sitzt doch jemand mit der anderen. Ich möchte seine Hände und die Finger an der Tastatur sehen. Das glaube ich nicht, dass er das spielt. Und da bewegt sich gar nichts an der Tastatur. Das ist der. Das hat der. Das ist der selbst. Wer hat den denn gerettet? Da ist aber. Das war aber ein Grinsen bei ihm. Hallöchen, was hat er denn da ausgepackt? Da werde ich ihm aber sagen, hier, ja, verliert auch gleich erstmal 3 Schafe zur Bestrafung, kriegt dafür aber den roten Speer. Das aber auch hier wieder, das heißt, Rot hat schon 3 Einheiten verloren hier bei 7 Minuten 30. Normalerweise sollte man da noch gar nichts verloren haben. Vergleichen wir mal Bullseye Pop 19 mit Bodis Pop 13 hier. Und ja, was ist die Geschichte, die ich vorher erzählen wollte? Ja genau, da meinte ich zu Donny, spiel doch einfach mal
Danke. Oh, fürs Schafe stehlen. Genau, das ist aber wirklich so. Er tötet den Dorfwohner von sich, erlaubt dem Gegner eine Chance zu haben. Und wie dankt er ihm? Indem er einfach 3 Schafe klaut. Das ist schon dreist. Das ist schon wirklich dreist. Und ja, Grün baut hier noch ein paar mehr Mauern. Und, boah, was haben wir sonst noch, was hier gerade passiert? Nicht so viel. Die 3 Schafe sogar noch gesplittet. Hat so ein bisschen Angst, dass Donny mit seinem Scout da rumkommt und den vielleicht sich einfängt. Schauen wir mal an, was Donny so gerade macht. Und ja, tut mir leid, ich habe noch ein bisschen Schnupfen. Wir hören uns in 20 Sekunden. Valgra. Valgra. Kia. Hat sogar eins der Schafe wiedergefunden. Hat er ganz gut antizipiert da oben. Mara ist auch ein bisschen am Erkunden. Was hat denn Donny bis jetzt so gesehen? Okay. Hier hinten das Holzlager. Versucht weiterhin die Schafe vorne zu finden. Könnte man natürlich auch ein Argument machen, dass lieber vorne scouten sinnvoller wäre, weil irgendwann müssen da die Schafe ja eh ankommen. Hat jetzt hier so seine Bildorder ein bisschen daneben gesetzt, ne? 600 Holz, 300 Nahrung und ja, das, was ich meinte. Einfach wirklich jeden Tag 5-mal, 10-mal gerne. Einfach nur die ersten 10 Minuten spielen und dann aufschreiben, wann klicke ich vor der Allzeit, mit wie vielen Dorfwohnern. Und dann natürlich auch, eigentlich ist Kelten ein dankbares Volk. Kann echt nicht zu wenig Holz haben. Ich glaube, das wird nichts im Portalzeit. Das muss fast ein Fast Castle werden hier. Jetzt noch komplett Haus, kein Loom. Eieiei. Ich glaube, der Junge, der ist einfach zu glücklich, dass er den einen Dorfwohner gerettet hat. Aber ist den Dorfwohner, der hat ihn jetzt auch praktisch wieder verloren. Den Dorfwohner. Also lieber nicht Haus sein und den Dorfwohner opfern, als das, was er hier gerade macht. Das kommt einfach komplett 35 Sekunden Idle TC. Schau mal, was Mara im Angebot hat. Die hingegen ist schon auf dem Weg in die Feudalzeit. Schaut euch das mal an. Holt hier auch die Rehe. Schön große Distanz. Und mit 3 auf Gold. Das sieht mir ein bisschen nach Bogenschützen aus. Braucht man gar nicht so viel Nahrung. Auf der anderen Seite sehen wir Bullseye. Das sollten eigentlich Scouts werden hier mit den ganzen. Vielleicht ein bisschen früh die Farm gebaut. Das sieht mal aus, als würde hier gleich ein Stall gebaut werden. Mr. Bullseye, verrat mir doch mal, wo der hinkommt. Da drüben hin. Okay. Hat schon eine Menge Nahrung auf der Rundkante. Gleich die Farben ein bisschen später. Dann hätte man den Stall ein bisschen früher bauen können. Ansonsten gefällt mir das hier von unserem grünen Spieler ganz, ganz toll. Mara hat sie. Das ist ein bisschen überraschend für mich. Ist ja schon in der Feudalzeit. Was baut sie denn? Nein, Scout untätig. Nicht so richtig. Hm. Ich glaube, die Farben sparen wäre besser gewesen auch. Und hier mal ein bisschen früher die Schießanlage bauen. Okay. Donny, jetzt auf der anderen Seite mit 3 auf Gold. Das wird eine Fast Castle. Man muss hier aufpassen, dass er vernünftig. Oh Gott, das ist ja immer. Er ist ja immer noch nicht ab. Jetzt kommt der Webstuhl. Pop 29. Das wird mal eine stabile. Was wird das? 1540er Feudalzeit. Das ist schon. Interessant, sag ich jetzt mal. Mauern vor dem Haus auch noch. Donny beglückt uns. Okay, schauen wir mal. Bodes baut hier vorne der Schießanlage. Mag ich sehr mit Vietnamesen. Vietnamesen und Franken natürlich sehr dankbar von der Komposition. Ne? Franken, das Kavallerievolk, Vietnamesen, das Bogenschützenvolk. Da kommt man natürlich auf eine sehr schöne Teamkomposition. Erst die Briten in Speer und später dann die Ritter. Und drüben haben wir Bogenschützen und dann Armbrustschützen. Rattern werden wir nicht wirklich sehen, eine Spezialeinheit der Vietnamesen. Bogenschütze eigentlich ganz gut für die Mara mit einer Schießanlage ziemlich weit hinten. Und jetzt habe ich ja eine falsche Person gewechselt. Schauen wir hier nochmal, Donnys Mauern, schauen ganz gut aus. 5 Bogenschützen drin, damit eine Streitschießanlage, sogar vielleicht eine Option. Könnte sie sich leisten, ne? Wenn sie hier 3 Bogenschützen hinten mal rausnimmt. Okay, leistet sie sich jetzt sowieso. Schaut ganz okay aus. Donny spielt das sehr passiv und dann möchte ich wahrscheinlich Ritter von ihm sehen. Von unserem Dumbledore.
da muss er wahrscheinlich auch, wie sein Gehirn funktioniert, frage ich mich manchmal auch, ne? Sitzt er dann so da, zu Hause, und denkt sich so, Dumbledore, und dann doch, neuer Steam-Name. Oder was passiert bei dem? Ich weiß nicht genau. Da juckt er sich sogar ein bisschen. Oder Mikrofon? Ah ja, okay. Okay, scheiße, ich kann jetzt leider nicht helfen. Okay, dann lass doch mal kurz bei denen reinhören, weil Mara kriegt jetzt die erste Attacke ab. Was kommuniziert hier an Donny und wie reagiert er drauf? Also was für eine, also soll ich ein paar Sperrkämpfer oder so bauen? Kelten sind so hammergeil, wenn es um fucking Holz geht. Das ist unfassbar. Mann. Könnt ihr jetzt hier mit Mann, mal Holz jetzt rauskommen wieder? Nahrung, meine ich. Oh, das ist ein paar Sperrkämpfe zur Verteidigung. Mara ist unfassbare Populations. Nennen wir das immer im Deutschen? Naja, braucht auf jeden Fall ein paar mehr Häuser, ne? 35 aus 35, hier Beischießanlagen nicht richtig so, ich am Laufen. Jetzt hochgeklickt. Bist du auch schon hochgeklickt? Kaserne nicht am Laufen, Dorfzentrum. Ja, in Ritterzeit. Auch nicht wirklich hier. 500 Nahrung, 300 Gold. Wehrkämpfer tot. Haus immer noch nicht fertig. Ich sollte einfach mal mit dem Bogenschützen rausgehen. Die machen ja auch ein bisschen Schaden gegen die berittenen Speer hier. Und vielleicht wären da ein paar Mauern ein bisschen besser gewesen. Kaserne hätte vielleicht näher dran sein können. Schießanlagen blockieren jetzt auch nicht so viel. Im Bereich, da wo die Gegner kommen. Und Mara, da ist jetzt eine Menge untätig, ne? Sehen wir hier 14 untätig im. Oder was sind das? Ja, hier ist noch einer, 13 im Dorfzentrum. Jetzt die auch noch. Da kommt gerade nicht so viel an Rohstoffen rein. Zur gleichen Zeit haben wir hier Vietnamesen, baut sich ein bisschen weiter auf. Donny scoutet das mal so und geht hier auf die Stelle. Und vorher habe ich gemeint, hätte es mir eher gefallen, wenn Chinesen auf die Stelle gehen und Donny auf den Armorschützen geblieben wäre. Geht jetzt hier auf eine sehr riskante Mühle im Nirgendwo, weil natürlich die Kelten keine Zuchtauswahl haben. Das heißt, deren Ritter haben nur 100 Lebenspunkte im Verhältnis zu den Chinesen, die auf 120 gehen könnten. Und ja, wäre vielleicht eine bessere Komposition. Kelten außerdem, wenn sie auf viele Einheiten gehen, die viel Holz kosten, können ihren Bonus auch ein bisschen besser nutzen. Aber ich glaube, Donny hier mit seinem Start hat einfach überhaupt keinen Druck abgekriegt. Und hat jetzt sogar einen Dorfwohner, den er versucht irgendwie zu retten. Aber natürlich ein hartes Stück. Hätte ihn hier noch mehr Beile reinklicken müssen. Dann da die Mauer. Ist nicht so einfach. Ich bin ja immer noch auf das Holz, bin ich immer noch stolz. Und da, ich weiß gar nicht genau, wie ich ihn. Ich glaube, da muss ich ihn nachher trollen. So. Dass ich das nicht gesehen habe. Er wird mich fragen, Nili, wie fandst du das? Und ich sag ihm so, das habe ich nicht gesehen. Und er so, was? Das war die heftigste Aktion. Und ich so, ja, nö, habe ich nicht gesehen, hat keiner gesehen. Mal schauen, wie er darauf reagiert. Okay, jetzt hier Doppelstallproduktion. Hier wieder so eine Sache, ne? Wenn man die ganzen Dinger hinten dran hat, heißt das, dass die Schmiede nicht so gut am Laufen sein kann. Hat jetzt hier schon ein Upgrade, was er vorher hätte machen können. Weil jetzt würde ich mir zum Beispiel eher über das zweite Verteidigungsupgrade freuen, als über das erste Angriffsupgrade. Bullseye kommt ein bisschen rüber, brauche er an sich nicht so. Und jetzt kommt Mara hier und macht ein bisschen was mit ihren Bogenschützen. Ganz wichtig, dass man hier eigentlich wirklich erst angreift und überhaupt mal rausgeht, wenn man schon Befiederung hat. Das heißt hier das plus 1 Reichweite und plus 1 Angriff. Mal schauen, kann sie hier vielleicht ein bisschen was finden. Geht hier erstmal durch. Sieht da das Gold, läuft aber dran vorbei. Was aber auch bedeutet hätte, dass man ins Dorfzentrum läuft. Hätte dann einige schnappen können. Hier wird sie ein Dorf von auf jeden Fall rausnehmen können. Holz komplett unbeschützt. Hat zwei Ställe hier. Ritter gehen in die falsche Richtung. Der Dorfwohner ist auf jeden Fall down. Und dann müssen wir mal schauen, wie Bullseye das hier verteidigen kann. Ich glaube halt, dass Donny ganz schön hier zerstören wird. Plus eins, wie gesagt, ich glaube, da hätte ich mir über das zweite Verteidigungsupgrade ein bisschen mehr gefreut. Jetzt gibt's hier den Go in das Holz, ein Dorf von da wird weggezogen. Die anderen vier einfach mal ihrem Schicksal überlassen anscheinend. Und das hätten jetzt schon ein bisschen besser Micro noch mehr tote Dorf von da sein können. Einer geht da auf jeden Fall schon mal drauf, sieht nach zwei aus. Acht Lebenspunkte, nee, nicht wirklich. Und Mara, kann sie das jetzt hier Micron? Wahrscheinlich nicht. Und da sehen wir einfach 120 Lebenspunkte auf den Rittern. Donnies, zur gleichen Zeit, haben einfach mal nur 100.
Und das wird hier komplett zerschnettelt. Bullseye macht hier ein echt gutes Spiel. Haben den Scout aktiv, hat ein bisschen genervt und hat eine ganz schön stabile Ritterzeit hinterher gespielt. Und ja, mauert oder das jetzt hier ganz gut geklärt für sich. Und Donny schnettet hier drüben. Das heißt, das schaut auch ganz gut aus. Jetzt sind hier die Dorfwohner. Und die wissen nicht so genau, was sie machen können. Schauen wir mal an, was unser Spieler in Rot so machen kann. Der ist gleich Ritterzeit. Aber was hat er denn so an Militär? Eine einzige aufgereihte Einheit. Der eine Flankler gegen die ganzen Ritter macht natürlich gar nichts. Donny, wenn der jetzt einfach mal hier ins Holz geht, glaube ich, kann der mal richtiges Blutbad anrichten. Nur 3 auf Gold hier. Schießanlage macht halt auch nichts. Da ist ein bisschen wenig Holz. Da wäre ein zweites Holzverlage ganz gut gewesen. Könnt ihr euch merken, wenn man auf Bogenschützen geht, hat man ja eh eine Menge Dorfwohner auf Holz. Zweites Holzverlager hilft da eine Menge. Und dass die Dorfwohner auch nicht irgendwie in Richtung Schutz vom Dorfzentrum gezogen werden, ist natürlich auch hart. Ritter haben plus 1, macht jetzt eine ganze Menge Unterschied. Braucht man nur 4 Schläge anstatt 5 für diese Dorfwohner. Dann sehen wir hier, die stirbt auf jeden Fall nochmal. Da drüben schauen wir, dass noch ein Schlag. Okay, zieht sich doch nicht zurück. Möchte auf jeden Fall nicht zu viel Lebenspunkte unter dem Dorfzentrum verlieren. Das sah nach 3 gefallenen Dorfwohnern aus. Die 2 Sperr können wir auch nicht so viel machen. Donny währenddessen produziert weiter. Ritter hat hier die richtige Wirtschaft schon am Start mit 3 Dorfzentren zudem. Und was haben wir hier drüben? Mara hat sich so komplett einzumauern. Ist jetzt auch in Ritterzeit mit den Bogenschützen. Sollte es eigentlich ganz gut hinkriegen. 2 Sperrkämpfe hier drüben. Hat hier die Dorfwohner einmal außen rumlaufen lassen. Hat ein bisschen zu spät die Mauer gelöscht. Bogenschützen sind wahrscheinlich im Dorfzentrum hier, deswegen fliegen da so viele Pfeile raus. Dann haben natürlich die Dorfwohner keinen Schutz mehr. Schaut hier ganz gut aus, als könnte Mara das alles klären. Oder, ja. Kann sich da ganz gut anstellen. Jetzt passiert natürlich eine Menge. Jetzt gibt es ein bisschen Teamkommunikation. Würde ich mal gerne wieder reinhören. Was sagen Mara und Donny hier? Wie ist die Lage? Ja, das machst du doch gut. Das, und dann nachrollen bei dir hinten, ne? Während er jetzt gerade nicht guckt. Was hat denn der für Ritter für Upgrades? Hab ich auch. Okay, gut. So, hier. Ich komme jetzt, genau. Sehr gut. Sorry, ich war ein bisschen spät, aber ich bin jetzt da. Donny hier, sehr gut, Mara. Die Ritter mal wieder ein bisschen zu vertreiben. Möchte ich mir mal gerne anschauen, was Donny hier überhaupt schon für eine Dorfwohneranzahl hat. Das muss eigentlich schon sehr, sehr gut aussehen bei ihm. 55 insgesamt die Population. Mit 8 Kavallerien macht nach Adam Riese 47. Dorfwohner, die hier am Start sind. Schon ganz schön stabil. Könnte jetzt natürlich auch ein bisschen höher gehen, wenn er mal irgendwo ein paar Häuser baut. Aber baut ja nicht mal irgendwas. Er baut nicht mal irgendwo ein Haus. Sieht aus wie bei Pop 25 hier. Passiert gar nichts gerade. Was macht der Junge? Da baut er mit 2 Dorfwohnern jetzt ein Haus. Und das ist so, das ist halt ein Haus. Da werdet ihr gleich sehen, ist bei Pop 60 wieder haust. Jetzt, also, da sind halt 2 Ställe, die laufen wollen. 2 Dorfzentren. Wenn er jetzt nicht sofort ein neues Haus baut, dann sehen wir gleich das gleiche Debakel wieder bei 60 und die bauen beide eine Farm. Das kann doch nicht wahr sein. Und er verliert ja auch keine Einheiten, ne? Vorne. Da Schubkarre. 2 Ställe und wenn die Ritter fertig werden. Oh, ich nehme alles zurück. Hat noch ein zweites Haus gebaut. Okay. Bester Donny, bester Donny. Und jetzt kommen die Ritter hin. Grün versucht das ein bisschen abzumauern, hat das nicht so gut hingekriegt. Und jetzt baut er sogar auf 70 hoch. Donny, hallöchen. Hat er mal richtig Reserve besorgt. Okay, jetzt kriegt ihr hier drüben noch was. Bullseye. Ja, vielleicht dann nicht alle gerettet. Auf jeden Fall werden schon mal 2 down gehen. Hat aber eine Menge Ritter. Oh, ist sogar nur einer down gegangen. Donny ist nicht auf den letzten gegangen. Könnte man auch mal wieder ein neues Holzfällerlager bauen. Hier vorne ein bisschen expandiert mit seinen Dorfzentren. Kommen mehr Ritter auch noch rüber. Mara kommt jetzt auch. Jetzt ist es relativ wichtig, dass das Teamplay gut ist und dass beide zusammen angreifen. Das ist das Allerwichtigste im 2 gegen 2. Man will diese Kämpfe immer am besten 2 gegen 1 nehmen. Rot hat nicht viel Armee. Jetzt ist wichtig, dass Mara und Donny zusammen angreifen. Noch sind sie nicht so gut zusammen. Mal wieder rüberhören. Kriegen die sich gut koordiniert gerade oder ist es eigentlich nur jeder spielt für sich? Wieder neu mit Leuten rum. Oder gehst du wieder weg? Ich wollte jetzt zu Rot mal. Ich muss ja beide irgendwie mal ein bisschen stressen. Soll ich jetzt, was sagst du? Ja, aber bleib bei Grün, weil dann schicke ich hier meine Schützen mit, die gerade hier kommen. Okay, warte.
Muss noch mehr Ritter bauen, oder? Wo sind die jetzt? Ja, okay, ich habe jetzt nochmal 5. Genau, ich komme dahin. Sehr gut. Da bin ich jetzt gleich. Aber siehst du ja auch, ne? Ist hier vorne mit ganz vielen Rittern? Ja. Du Scheiße. Ich komm jetzt. Jetzt schießt, jetzt ab, ja. Genau. Okay, ich muss switchen, wenn er die ganze Rille baut. Ich baue jetzt auch mal Pikeniere. Ja. Ich muss auch mal zu Rot, Mara. Ich muss da mal rüber. Das, der baut sich die ganze Zeit auf. Nee, der ist nicht so stark wie Grün. Also lass erstmal hier auf Grün weiter. Ja, aber. Aber können wir nicht bei ihm rein? Also ich kann jetzt hier schön mal ein paar Ritter wegsmalten, wenn du den da weg willst. Okay, okay. Dann komme ich zu Grün auch. Weiter. Einfach weiter. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass sich Rot trotzdem einfach aufbaut, gerade die ganze Zeit. Wenn wir den nicht stressen. Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Achtung! Ah, da geht er nicht ran! Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wir müssen halt Time spawnen, Mara. Das bringt nichts da, die Kämpfe. Das machen wir gerade drin. Wir müssen eher auf Pikeniere bauen. Ich baue jetzt mal ein paar. Weil, oder Mönche oder so, weil ich gewinne die Kämpfe gewinnen wir so nicht. Und ich gehe mit meinen Rittern jetzt einfach mal bei Rot rein und versuche jetzt hier Pikes zu bauen. Genau, aber auf jeden Fall ein Kloster. Ich muss meine Wirtschaft reparieren, fuck off, ey. Mann, ich hatte da voll viele Einheiten, das haben wir dumm gemacht irgendwie, die Verteilung. Ich glaube, ich hätte einfach trotzdem zu Rot gehen sollen mit den ganzen Rittern, um den einfach zu killen. Wir da immer wieder was verloren. Aber das war auch meine Entscheidung. Ja, aber wenn wir halt bei Grün nichts machen, dann wird der super stark. Ja, aber wir sind ja zwei am Ende, weißt du? Trotzdem. Die Regie, ich würde wieder übernehmen. Wir werden immer zwei sein. Gefällt mir sehr, sehr gut, wie die beiden hier kommunizieren. Ist natürlich schwierig in solchen Situationen, das Spiel mal richtig zu lesen. Ne? Ich fand ganz gut, was Mara da gesagt hat. Schau mal, Grün ist viel stärker als Rot. Wir müssen unbedingt auf Grün gehen. Absolut richtig gelesen. Wenn wir auf die Punkte schauen, Rot, dem geht schon eh nicht so gut. Da hat Donny schon eine Menge Schaden gemacht. Der hat sich selber ein bisschen auch geschädigt. Und deswegen fand ich das ganz gut. Was halt die großen Probleme sind, wir haben hier ohne das zweite Angriffs-Upgrade gekämpft. Ramoschützen. Macht schon einen großen Unterschied. 3 Schaden zu 2 Schaden gegen die Ritter. Und Donny einfach mit dem weniger Upgrades hier hatte einfach gerade nur +1/+2 gegen +1/+2, aber immerhin noch 20 mehr Lebenspunkte. Und das ist, warum der Kampf nicht so geil aussah. Ansonsten finde ich das echt gut kommuniziert. Sagen jetzt hier, okay, wir müssen auf Pikeniere gehen, um die Ritter zu kontern. Finde ich einen logischen Schluss. Ist halt im 2 gegen 2 aber nicht so die ideale Einheit. Weil die ist natürlich extrem lahm, ne? Donny kann sich jetzt selbst ganz gut verteidigen. Aber wenn die Ritter hier drüben sind, ist Donny einfach nicht zur Stelle. Der braucht dann ewig, bis er rüberdackelt. Ja, Kelten laufen ein bisschen schneller, aber trotzdem sind Pikeniere einfach nicht so schnell, nicht so mobil wie die Ritter der Franken. Und kann einfach nicht so gut helfen. Ist nicht die allerbeste Einheit in einem 2 gegen 2. Ritter da deutlich besser. Und ich glaube, das ist wirklich die Fehlentscheidung, war ganz, ganz am Anfang. Die Einheitenwahl. Ich mag das jetzt auf Mönche gehen, um sich so ein bisschen zu verteidigen. Ist jetzt aber auch. Die geben so ein bisschen die Aggression aus der Hand. Ne, sie waren gerade hier bei Grün am Start, konnten da Dorfwohner ein bisschen töten, haben Grün gezwungen, viel Armee zu bauen, was ja auch ganz gut ist. Aber jetzt akzeptieren sie ihre passive Rolle. Pikeniere zu Hause, Mönche zu Hause. Das gibt Rot wieder Zeit und Grün sich ein bisschen wieder aufzubauen. Können jetzt theoretisch auch irgendwann Richtung imperiales Zeitalter denken. Ne? Jetzt müssen wir hier mal schauen, was kann Donny machen. Da gibt es eine Menge Mauern. Die Mönche können ein paar Bekehrungen kriegen. Donny geht da drauf, versucht da irgendwie durchzukommen. Da sind 3 Mönche gestartet. Eine sofort die Bekehrung. Läuft schon ganz gut. Aber da haben alle 3 Mönche. Ach nein, die 2 laufen einfach weg. Ah, die haben versucht, die Ritter hier drüben zu bekehren. Die sind aber schon mal durchgelaufen. Der Mönch hat immer noch seinen Bekehrungsprozess. Okay, jetzt abgebrochen. Ansonsten hätte das eine sofortige Bekehrung werden können. Donny, natürlich das ganze Spiel noch keinen einzigen Dorfwohner verloren. Außer dem einen, den er geopfert hat. Aus der Fairplay-Regel. Das schaut aber gebäudetechnisch hier aus, als würde das Dumbledore auch in Richtung imperiales Zeitalter denken. Genau. Dann ist die Frage, worauf geht er? Sieht ein bisschen nach Freischildern aus hier. 5 auf Stein, nicht so viel. Sieht auch ein bisschen aus, als könnte er wieder mal bei Haus sein, bei Pop 90.
bisschen viel Nahrung, könnte da den Markt ein bisschen nutzen oder vielleicht Mara ein bisschen Nahrung geben. Als guter Teamspieler wird aber erstmal hier schauen, dass er mit seinen Rittern noch ein bisschen was anstrengt haben, bevor er die verliert. Aber nö, die sterben einfach und bleibt nur irgendwelchen Schaden zu machen. Rot ist mit einer ganz guten Verteidigung. Hat auch drei Dorfzentren im Laufen. Die Frage ist wirklich, was für Einheiten bauen wir? Und das sieht für mich immer mehr nach Freiständen aus. Hat die Upgrades auch auf der Infanterie. Schauen wir mal, was die Baracke, die Schmiede macht. Und die entwickelt weiter ein Upgrade für die Infanterie hier. Dorfzentrum können ruhig weiterlaufen, wenn es nach mir ginge. Man hat jetzt hier auch ein paar Mönche zur Verteidigung gebaut. Der Junge ist einfach sicher. Und schaut mal an, Punkteführung für Grün und Rot. Die übernehmen hier das Zepter. Und Grün, das wird mir jetzt nicht komplett überraschen, wenn der auch schon in Richtung imperiales Zeitalter denkt. Und uiuiuiui, der ist mal auch stabile 40% schon da. Und dann gegen die Chevaliere wird das hart. Das wird richtig hart. Und Vietnamesen, wenn der auf imperiale Plänkler kommt, dann haut er natürlich alles kaputt, ne? Was Mara hat. Gegen Donny wird halt die Frage, was dann die Freisteller so machen können. Hey. Ja. Okay, jetzt das sieht aus, als würde Grün irgendwie eine offensive Burg bauen wollen. Das wird natürlich Mara sehr schmecken hier. Wird sich die 6 Dorfwohner einfach. Mara! Hallo! Regie, können wir kurz mein. Okay. Die wollten eine Burg bauen bei dir. Aber das machen wir jetzt. Ich baue die hier hin. Ja, bau du mal weiter, ich laufe den hinterher. Nee, ich bin noch nicht. Genau, aber du musst jetzt. Das musst du verteidigen hier. Ich habe keine Armee hier. Hier hin, da ist die, wird die Burg gebaut. Geh nicht mit allen dahin, weißt du? Das ist ein bisschen die Burg. Oh, da kommen jetzt, da kommen jetzt Ritter. Okay, dann die hast du genug Perineo auf jeden Fall, das reicht doch. Aber die Dorfbewohner. Wo bauen die Burg? Hier laufen die und hier kommt die Burg hin. Da muss jetzt geschützt werden. Ich komme jetzt. Was meinst du? Hier unten laufen auch noch welche von dem Ruhr. Warte, ich breche das ab. Hier sind die Dorfbewohner, die musst du jetzt schützen, genau. Wo laufen? Ja. Okay, aber. Wir müssen uns jetzt entscheiden, machen wir die Offensivburg oder können wir... Okay, also genau, ich mache hier am Gold, guck mal. Der Imbiss baut jetzt hier eine sehr offensive Burg, obwohl da wenig Armee ist. Und das ist es jetzt, ne? Donny hat Armee zu Hause, aber die ist einfach so weg und so immobil, die macht nichts. Und Grün, wenn der gleich alle Upgrades reinkriegt, der zerhaut das komplett. Wenn der hier einen guten Kampf nimmt, die Pikeniere haben nur ein Verteidigungsupgrade. Grün, der sollte hier gut reinpatrouillieren. Wenn der alle Pikeniere kriegt, geht er alles drauf. Das ist ein sogenanntes Doubtcast. Nein, Grün, warum ziehst du es nicht zurück? Grün, der hätte das alles gewinnen können. Das waren nur noch 5 Pikeniere. Er war dran. Bullseye. Willst du vielleicht auf die Upgrades hier warten, oder was? Ich verliere 50%. Verteidigung plus 4. 60%. Okay, er kriegt auch die Burg. Vielleicht wartet er auf die Upgrades und schaut dann nochmal drauf. Aber ich glaube, er hätte den Kampf einfach gewinnen können. Er war dran, da sind nicht mehr viele Pikeniere. Die Ambusschützen machen gar nichts mehr. Wir hätten alle Dorfwohner schnappen können. Das hätte so gut für ihn sein können. Oh nein. Okay, aber gut natürlich für unsere Rocket Beans. Okay, schnapp dich jetzt der einzelne Ritter. Chevaliere wird gleich fertig. Baut jetzt hier ein paar Trieböcke. Nicht mehr so viel Gold, das war sein Hauptgold. Wo haben wir denn hier das andere? Hat er davon Ahnung? Oh. Tja. Was kann man da für einen guten Soundeffekt machen? Wap, 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 wap. Ja gut, da wird er nicht so viel von dem Gold kriegen auf jeden Fall. Aber kriegt hier natürlich noch eine Menge an der vorderen Front, kann trotzdem Triebwerke bauen. Kriegt weiter ein paar Chevaliere raus, wollte ich sagen, und schau mir dann die Stelle an. Und dann kriegt er einfach mal gar nichts raus. Jetzt kommt hier die Kaserne, kommen weiter Hellebarden. Und, wo haut er denn die mit der anderen? Wo sind denn die anderen Hellebarden? Sind die gerade alle von zu Hause gekommen? Ja, die sind alle von zu Hause gekommen, okay. Ganz gut, und da fliegt hier der erste Triebox-Schuss rüber. Haben hier auch so einen leichten Hügelbonus. Wo ist denn einfach mal Rot? Der hat einfach noch nicht so viel dazu beigetragen, müssen wir leider sagen. Hat hier natürlich eine Menge aufs Mauern konzentriert, holt hier jetzt ein bisschen Stein. Ansonsten, wenn der halt so
10 Ratterns würden halt hier komplett alles aufmischen, ne? Grünen versucht jetzt den Kampf hier unter der Burg zu nehmen. Burg ohne irgendwelche Upgrades. Die Ritter, boah, versuchen hier. Und nicht die Ritter, die ich hier verliere. Jebaden hier ganz gut. Schau mal an, die Hellebarden werden immer wieder reingezogen. Jetzt hier Kavaliere ein bisschen rechts weg. Macht er gut, macht er gut. Kriegt aber die Burg wahrscheinlich nicht gehalten, würde ich mal sagen. Gegen einen Tribok könnte man sogar drüber argumentieren. Obwohl er vielleicht lieber den Tribok von Donny fokussieren möchte. Und die Burg, wenn da hier noch ein paar Upgrades drauf wären, wäre das eigentlich noch ganz gut für ihn. Lass uns schauen wir mal, was macht er gerade? Macht lieber die Upgrades für seine Chevaliere. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Donny jetzt weiter mit den Kasernen hier vorne. Das ist natürlich sehr stark. Das ist natürlich wirklich Kelten. Das hat er vielleicht am Wochenende gesehen. Viper, was er da gespielt hat gegen Lyrium im Finale. Mit den offensiven Kasernen, mit der Forward-Basis. Offensiven Kasernen und der Waffenschmiede. Als Kälte. Jetzt aber alle Hellebarden weg. Schau mal, jetzt sind hier die Freischwieder. Und jetzt müsste eigentlich alles fallen. Da fällt die Burg halt auch in zwei Schüssen. Und Grün, wenn der halt ein bisschen Unterstützung von Rot hätte, ne? Und Rot, der chillt einfach zu Hause. Da passiert nicht viel. Ist natürlich auch der riesige Vorteil. Die Rocket Beans sitzen hier einfach mal nebeneinander, können sehr gut kommunizieren. Und die anderen beiden müssen chatten, kennen sich natürlich überhaupt nicht. Hören wir doch noch mal rein. Wie ist gerade die Stimmung, nachdem sie... Verlieren wir? Wir verlieren das da unten. Warte, der repariert da oben gegen, deswegen. Das gibt's nicht. Ich brauch Stein. Da waren die ganzen Dings drin. Ich brauch noch eine. Direkt neben deiner. Ja, ja. Mann, echt. Oh, Donny, der sollte jetzt hier nicht. Ich wollte übernehmen, Regie. Donny geht jetzt hier auf eine Schießanlage, wollte wahrscheinlich eher Kasernen bauen. Brauchen die einfach weiterhin Hellebarden. Mara mit ihren Armbrustschützen macht nicht viel Schaden. Ich glaube, das könnte mal so ein, ja, ein Lebenspunkt weg pro Pfeil. Und das bei 144 Lebenspunkte kriege ich nicht mal ausgerechnet. Mit zwei Händen und zwei Füßen. Und wir brauchen einfach ein paar mehr Hellebarden, um hier mal wirklich Schaden zu machen. Pikeniere, immer noch nicht viele Upgrades. Rot, was ist da bei ihm los? Zwei Schießanlage. Okay, baut jetzt hier ein bisschen weiter. Und baut, ja, die beiden Bogen nah beieinander, gefällt mir. Donny mit jeder Menge Ressourcen, kriegt die aber nicht so richtig auf die Karte. Schau mal, da passiert einfach nichts gerade. Stelle untätig, Kasernen untätig. Bogen, gibt's nicht mal. Dorfzentren. Okay, werden ein paar Dorfwunder gebaut, jetzt auch wieder untätig. Aber einfach nichts dafür getan, die Ressourcen auf die Karte zu kriegen. Mara, die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht in Ressourcen schwimmen. Schaut euch mal an, was die mit 4000 Nahrung machen könnte. Die könnte einfach mal selber Pikeniere und Hellebarden da vorne bauen. Hat jetzt auch schon eine Menge an seinen Dorfwunder verloren, wollte ich sagen. Aber nö, sind auch immer noch 6 da. Auch ein paar Mal Kasernen. Jetzt ist seine Burg wieder unter Beschuss. Die Burg, die braucht er ehrlich gesagt gar nicht mal so wichtig. Wenn er da Ramm und Hellebarden baut, gegen jemanden, der eh nur Chevaliere hat, ohne irgendwie eine richtige Unterstützung, passt das auch. Jetzt nehmen wir hier die Kämpfe. Das ist einfach so schwierig für Grün zu kämpfen. Ganz mit der Burg im Hintergrund. Punkte immer noch sehr knapp. Und schaut mal an, was hier Mara von der Produktionsstätte aufgebaut hat. Da läuft ja alles. Das gefällt mir richtig gut. Schau mal, da benutzt auch jemand vernünftig die Hotkeys, dass da alles durchgebaut wird. Das ist stark. Was sie da an Produktion und hier für eine Linie an 9 Einheiten hat. Und allgemein ist da ganz schön viel auf dem Feld. Was haben wir da? 47 Armbrustschützen, 47 Armbrustschützen, 27 Pikeniere. Dazu noch 4 Mönche und eine Belagerungseinheit. Pop 190. Ja, sie hat auch lange kein Rating mehr abgekriegt. Aber ganz ehrlich, das ist mal eine stabile Armee, die sie hier aufs Feld stellt. Würde ich mir noch ein paar mehr Upgrades auf den Pikenieren wünschen. Die Armbrustschützen hat sie erstmal geupgradet. Und da kommt auch schon das nächste Upgrade. Mara macht ein verdammt starkes Spiel, finde ich. Gefällt mir gut. Okay, jetzt kommt Rot aber rüber, aber Lesten. Und die müssten jetzt natürlich gegen alles gewinnen. Chinesen, mal schauen, was haben wir hier. Da kommt noch kein Abelesten-Upgrade. Schmiedekunst läuft noch. Das heißt, Rot sollte jetzt hier eigentlich mal ganz gut aufmischen. Und der hat 6100 Punkte. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht... Wenn er jetzt einen guten Kampf kriegt, würde ich mich nicht wundern, wenn der gleich einfach mal die Punkteführung übernimmt. Einfach, wenn die Burg hier wegkriegen... Mara, die kann hier keinen guten Kampf nehmen. Da läuft auch nichts an den Upgrades durch. Pikeniere jetzt wichtig, nicht in die Burg laufen von Mara.
keine dicken Mangenschüssel nehmen. Okay, da kommt schon mal der erste eingezwitschert. Kommt dann noch ein zweiter, schaut ganz gut aus in Rot. Der hat das ganze Spiel übergespielt und einmal diese Armee irgendwie hinzukriegen. Und jetzt geht die komplett down. Nein, ist ein dicker Reichweitenvorteil. 8 gegen 7 hier. Und, oh Gott, das ist wirklich nicht den Kampf, den sie gebraucht haben. Hätte einfach hier so gut die ganzen Trieböcke beschützen können. Einfach hier ein bisschen patrouillieren. Einfach alle helle Baden aus der Distanz wegballern. Die Armuschütze hätten nicht viel machen können. Aber nee, er läuft in die Mangen rein. In der Reichweite der Burg auch noch. Und Rot, oh, ich versuch's noch zu hypen hier. Ja, wir können uns wundern, dass hier Grün gleich richtig, das Rot gleich richtig auspackt. Und nee, hat er wieder eingepackt direkt. Mal kurz was zeigen lassen, aber dann direkt wieder eingepackt. Inzwischen immer noch kein Grün, kein Gold gefunden hier für Grün. Und das schaut richtig gut aus für Mara und Donny. Deren Emotionen müssen eigentlich auch ganz gut dastehen. Schauen wir mal, Mara wird wahrscheinlich ihre eine Burg verlieren, hat aber noch eine zweite Abelesten nach vorne. Die Burg zerstören sie auch. Und Donny, der bereitet sich vor für gleich einen neuen Push hier um die Ecke. Was hat der denn so am Start? Schauen wir uns mal an. Baut jetzt weiter gut, Kavaliere auch. Da wird eine Menge auf die Karte geballert. Könnte mich über ein paar mehr Häuser freuen. Noch ein Stall. Hat auch alle Upgrades. Das schaut allgemein ziemlich gut aus. Grün? Er hat immer noch Probleme. Punkte, aber überraschend knapp hier. Wundert mich ein bisschen. Dann würde ich mich mal gerne wieder ein bisschen Mäuschen spielen. Oh, Grün, der geht über die ganze Karte, weil er sein Gold hier immer noch nicht gefunden hat. Und klaut das jetzt von Rot. Ist aber ein Teamspiel. Rot könnte damit okay sein. Sieht vielleicht ein. Okay, du machst hier eine ganze Menge. Dann darfst du das noch ein bisschen haben. Lass mal reinhören, weil jetzt sind eigentlich mal ganz schön große Entscheidungen. Donny, komm drüber zur nächsten Hilfe. Aber Lesson hat er auch. Scheiße, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber Lesson ist keine gute News. Ich habe nämlich, ich habe Elite-Plankler. Willst du Plankler bauen? Warum? Oder soll ich's machen? Nee, mach du. Okay, dann versuche ich mal. Hast du noch was? Was? Hast du irgendwas? Ich habe 5000 Nahrung. Brauchst du? Ja, alles Mögliche. Okay, go on. Ich baller dir. Und Stein kann ich dir auch schicken. Gut. Ich übernehme wieder. Okay, was haben wir hier? Grün. Versucht sich irgendwie wieder zu stabilisieren. Bullseye, schauen wir bei ihm hin. 64 Populationen nur. Das ist natürlich, laufen die Dorfzentren nicht so richtig rund hier. Der kann natürlich auch ein paar Ressourcen von Rot vertragen. Der hier, wie von mir angekündigt, gleich mal einfach die Führung übernehmen wird. Grün kriegt die Burg hoch. Handel ist natürlich was, was noch weit weg ist. Und Grün, das ist jetzt ein hartes Spiel für ihn. Vielleicht nochmal eine Burg hier, eine Burg würde sogar gehen hier. Oder nochmal ein Dorfzentrum. Und Rot, der hat natürlich auch mehr Lebenspunkte auf seinen Abelästen. Mara muss hier zurückgehen, hat nicht wirklich viel. Und schaut es euch an. Nennt mich Nili Stradamus. Rot hat... Oh, wo hat denn Donny gerade die 500 Punkte hergeschnappt? Oh Gott, Paladin-Upgrade. Hallöchen, ist das eine Armee. Okay, das natürlich, da fährt er natürlich komplett über alles drüber. Aber da sind auch eine Menge Hellebarden dabei. Das wird jetzt ein harter Kampf hier. Donny kann jetzt hier alles schnappen. Rot, der hat noch nicht so viel gelernt aus dem Kampf von vorhin. Und Donny, das ist auch nicht der allerbeste. Okay, doch, kommt jetzt in einen ganz guten Kampf rein. Gefällt mir ganz gut. Kelten natürlich haben das Problem, dass sie immer noch nicht alle Lebenspunkte hier kriegen. Und da läuft er so ein bisschen durch die Armeen durch. Versucht hier rüber zu Mara zu gehen und zu helfen. Rot inzwischen natürlich mit der Punkteführung. Wusstet ihr natürlich alle. Und kommt hier ganz gut rein. Wir haben jetzt natürlich ein paar helle Baden für Grün, wenn jetzt ganz gut. Aber der kämpft immer noch mit Populationsproblemen. 96 hat jetzt aber auch 3000 Nahrung. Der hat wahrscheinlich gerade auch was von seinem Teampartner gekriegt. Das ist mal ein verdammt gutes Spiel hier und eine enge Kiste. Geht hier auf die Trieböcke drauf. Aber die Paladine, was haben die denn jetzt wirklich geleistet? Haben hier vielleicht ein paar helle Baden geschnetzelt? Haben zwei Trieböcke gekriegt? Okay, das war auf jeden Fall ziemlich gut. Und wir versuchen jetzt hier irgendwie ein bisschen ins Raiden zu kommen. Wird aber ein hartes Ding. Kommen wir nicht durch Rot? Oh Gott, schaut das euch an. Das ist doch eine schönere Liebesgeschichte als Twilight. Nimm du mein Gold, ich geb dir mein, nimm du mein Gold, dafür nehme ich dein Gold ist dein Gold ist meins. Ich find's schön und die haben sich heute erst kennengelernt. Das ist wahrscheinlich so Goldtausch auf den ersten Blick. Stelle, jetzt von Grün.
Und ich kann immer noch nicht sagen, wie es hier wirklich ausschaut. 60 Populationen, das ist halt das Allerschlimmste für Bullseye. Aber schauen wir mal. Wo, das haben wir hier? Pop Limit. Dumbledore steht nur bei 140. Obwohl er nicht viel abgekriegt hat. Handel. Ist eigentlich wirklich was, worüber sie mal denken müssen. Ist natürlich für sie ziemlich schwierig. Die sind natürlich jetzt alle nicht so in Teamspiel erfahren. Und wenn, dann geht's meistens auch nicht so, so lang, die ganzen Spiele. Das heißt, Handel ist was, was von ihnen selten gespielt wird, ne? Dann ist natürlich das Problem, Offensivmarkt ist natürlich jetzt auch nicht was das Sicherste, um irgendwie einen guten Hand zu schaffen. Und schaut mal an, was Rot hier auf die Karte bringt. Der auch, das muss ich auch gleich nochmal schauen. Ja, schauen Mara an, 155 Population. Und Bodes, was hat der denn? Was hat der denn am Start hier an der Meer? Schauen wir mal die Nummern an. 53 und 36. Hallöchen, über 80 Militär hier, wenn wir den Mönch mit dazu zählen. Und jetzt kommt hier ein dicker Kampf. Sollte nicht nochmal die dicken Mangenschüsse fressen? Und ich glaube, da fehlt da alles von Mara. Mara nur mit plus 1, plus 2, aber Blästen hinten dran. Und was für eine enge Partie wir haben. Das ist wirklich extrem glücklich für uns gelaufen. Schauen wir mal an, die Mangel kann hier mal richtig Brut reinballern. Oh Gott, das ist ein Arteschuss. Kriegen wir noch einen zweiten, dann fallen da mal 30 Einheiten auf einmal. Und da klickt er so ein bisschen weiter rein. Das war doch ganz gut gesessen. Und da ist einfach mal richtig was draufgegangen. Dahinter sehen wir die Toteneinheiten und richtig viel Lebenspunkte verloren. Schönes, feines Schüsslein hier für Mara. Kann sie auf jeden Fall froh mit sein. Wir haben Bullseye jetzt auch hier mit Paladin. Und das sind Hallöchen. Fränkische Paladin, 192 Lebenspunkte. Aber wie geht's gleich weiter, wenn keiner mehr wirklich Gold hat, außer dem Handel? Wir sehen hier, Mara versucht noch irgendwie auf extra Gold zu finden. Oh Gott! Bitte, bitte. Oh nein, lass mal schnell wegschauen. Das ist ja, uiuiui, uiuiui, was ist denn? Ist ja auch der Handel schon, ja. Lass mal lieber Kämpfe anschauen. Ein bisschen schöner. Und Donny, jetzt schaut euch mal an. 160 Lebenspunkte, 192 Lebenspunkte. Paladin gegen Paladin. Nur plus 2 Verteidigung, plus 4 Verteidigung. Und der Donny hat deutlich mehr. Das sind vielleicht 8 gegen 20 oder sowas. Und Donny, der verliert den Kampf. Könnt ihr mir glauben. Hier oben kommen noch die helle Baden dazu. Donny hat gleich keinen einzigen Paladin mehr. Und Grün wird noch so 2, 3 übrig haben, würde ich sagen. Oder schaut sogar noch besser aus. Schaut mal, das ist einfach die falsche Einheitenwahl hier von Donny. Und stellt euch einfach mal vor, wie viel Rammen gemacht hätten hier. Oh Mann. Wie wurden die da gerade niedergerichtet? Und ja, da geht noch ein Paladin down. Donny kriegt aber nichts mehr hin. Ja? Da haben wir eine Bekehrung hier sogar von einem der Donny-Paladine. Und das schaut mal verdammt cool aus für Grün. Da hinten haben wir noch mal einen Goldspot. Kann er den vielleicht sehen? Oh, knapp vorbei ist auch daneben. Aber es ist ein extra Goldspot. Kriegen die vielleicht hin, wenn sie später anfangen zu traden. Was wir gerade kurz gesehen haben, ist, dass Mara schon anfängt zu traden. Hat aber noch kein Geschwindigkeitsupgrade dafür entwickelt. Jetzt bauen wir hier drüben auch ein paar Felder. Sehen vielleicht dann ähnlich aus wie hier. Okay, haben wir noch ein bisschen was uns leisten können. Donny, hier wird jetzt das Gold ausgehen. Und glaubt mir, da ist die Stimmung gerade nicht gut bei denen. Wir hören wieder rein. So. Alter, was für ein Spiel. Das geht voll ab. Aber die sind irgendwie nicht schlecht, ey. Aber hey, wir sind auch geil. Komm mal, jetzt komm hier. Kannst du mal hier gucken. Ich habe hier Plänkler. Mit denen kann ich jetzt bald was machen. Und hier versucht, glaube ich, einer Sneaky Burg zu bauen. Die hole ich mir. Die Plänkler aber noch nicht zeigen. Ist denn hier immer noch Gold? Okay, die holen sich jetzt hier meine Burg. Vielleicht müssen wir die Offensivstellung einfach auch mal aufgeben, Mara, ne? Oder ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Naja, gut, wir müssen ja irgendwie, wir verlieren ja ständig Einheiten vorne bei diesem Kampf, ne? Weil immer einer alleine kämpft, also ich komme da meistens zu spät. Und immer wenn ich dann dazu komme. Ich habe meine ganzen Produktionsgebäude hier vorne, ich habe hier 2 Burgen und so, vielleicht kannst du da auch noch was hinbauen. Okay, ich versuch's auf jeden Fall. Ich verliere halt leider immer meinen Wisch-Paladine, so. Ich übernehme wieder das Regime. Hat Donny ganz gut analysiert, ne? Ich verliere immer meine Paladine. Ich komme immer zu spät. Irgendwie kämpfen wir alle nur alleine. Ja, aber warum? Kann man da nicht sagen. Mara, wann bist du kampfbereit? Mara, ich habe die und die Armee. Mara, wo greifen wir an? Oder einfach mal Ansagen machen. Mara, ich habe jetzt Paladine. Attacke jetzt. Oder ich komme gleich rum. Dann greifen wir an und dann machen wir hier was. Das ist einfach... Ja, bisschen die Paladine einfach mal
rausgehauen und die sind einfach mal verdammt teuer jetzt, ne? Handel läuft auch immer noch nicht und wie wir wissen, das ist die einzige Option, wie man noch halbwegs an Gold kommen kann. Hier haben wir noch ein extra Gold, das war's dann aber auch. Hellebarden hier ein bisschen vorne. Ich kann es immer noch nicht sagen, wer hier gewinnt. Natürlich ist derzeit nur eine einzige Belagerungskanone mit 2 Lebenspunkte. Und natürlich nicht so schnell hier eine Burg töten, besonders wenn die mit 4 Dorfwundern repariert wird. Jetzt gehen die Paladin nach vorne, vielleicht machen die hier ein bisschen was. Bonnies Armee, jetzt kommen wieder die Paladin rüber. Und sie haben vorher gesagt, lass mal ein bisschen mehr zusammen angreifen, irgendwie verlieren wir eine Menge. Mal schauen, was sie jetzt hinkriegen. Das ist natürlich noch eine Menge Hellebarden. Rot inzwischen, okay mit Upgrade. 3, 2, 2, 2. Kann ich mitleben? Wollen sie jetzt hier die Stellung auf den Hügel halten? Oder nicht, ist die Frage. Oh, grün nochmal, ein Tribok wäre ganz gut, aber der hat natürlich auch gar keine Chance, um die Lebenspunkte zu kriegen. Donny hier mit einer guten Burg macht hier eine Menge Druck gegen Grün, der wahrscheinlich wenig Population haben wird. Delalos, schau mal, richtig viele Ressourcen. Könnte jetzt hier auch mal ein bisschen was zu Grün geben, der den Tribok tötet, aber dafür auch ein paar Paladine einstecken muss. Ein paar Paladine Verlust einstecken muss. Haben wir hier 4000 Nahrung. Ich glaube, hier müssen einfach mal leichte Kavallerie gebaut werden. Kriegt hier nochmal 500 Gold, 2500 Nahrung. Dann ist es nicht wirklich schön, als Franke auf leichte Kavallerie zu gehen. Aber bevor man auf 6000 Nahrung sitzt, bau doch mal einfach 70. Einfach mal 70 leichte Kavallerie. Und die in Maras und Donnys Ego verteilt. Da möchte ich mal sehen, wie deren Makro ausschaut, dass sie das alles wieder geregelt kriegen und vorne gleichzeitig gute Kämpfe nehmen. Und die hätten die Nahrung. Die hätten die Nahrung im Team. Rot entscheidet sich eher, ich baue hier mal eine Basis so zwischen denen. Vielleicht eine... Oh Gott, das ist sogar noch ein freies Gold. Eine Basis zwischen den beiden. Das war natürlich ganz schön eklig. Donny hier sein Gold auch noch nicht richtig abgebaut. Vielleicht habe ich das ein bisschen überschätzt. Wie wenig Gold wir hier noch haben. Und die Burg geht endlich drauf. Die Belagerungskanone, die hat mal echt einen Orden verdient. Hat hier eine ganze Menge gekämpft. Kriegt jetzt hier die Burg gleich down. Die Hellebarden machen vielleicht... Nein, der Schuss tötet es am Ende. Und das jetzt geht's Donny natürlich auf Elite-Plänkler. Hat aber natürlich auch das letzte Angriffs-Upgrade nicht, ne? Im Verhältnis zu Mara, die das wiederum hätte. Donny einfach geht auf die falsche Einheit. Er muss auf Infanterie gehen. Kelten sind einfach an Infanterie plus Lahrungswaffen-Volk. Oh Gott, Rot verliert hier mal richtig böse seine Einheiten. Fällt mir nicht so gut. Hat jetzt wieder auf die Burg gedrückt, oder was? Nee, nicht wirklich. Haben wir ein X in der Mitte. Donny, der baut sich hier weiter auf. Vielleicht, wenn der auf Freischäler kommen würde, wäre das ganz gut. Baut hier ein paar Husare, das gefällt mir auch sehr schön. Und... Jetzt haben wir Elite-Elefantenreiter. Wo hat er das denn hergezaubert? Wo hat er die denn hergezaubert? Rot jetzt... Oh Gott, unter der Burg wollen sie natürlich auch nicht richtig kämpfen. Belagerungskanone geht jetzt hier nach vorne an eine Position, wo er auf gar keinen Fall sein will. Keine Ahnung, was die Paladine machen. Wahrscheinlich hier drüben nochmal einen Angriff. Donny, der macht hier noch eine Menge Schaden. Grün kommt einfach nicht mehr richtig auf Population. Baut hier aber die leichte Kavallerie. Wenn der mal nicht den Stream sich anschaut. Hallöchen. Mr. Bullseye. Schnappen sich hier die Trieböcke. Und Donny, der dachte so einfach mal, ja, einmal um den Wald rumlaufen. Das ist das, was ich gerne mache in meiner Freizeit. Ein bisschen spazieren gehen, mit dem Hund raus. Und das hat er gemacht. Einfach hier einmal rum. Die Hellebarden, ja, die haben das immer verfolgt. Und... Rot pusht hier immer noch in der Mitte. Donny, der wird ein bisschen schreien. Ich weiß nicht genau, wie viel er da sieht. Freischäler sehen wir endlich. Oh, die können gut sein. Nicht so gut gegen Elefantenreiter, aber gut gegen alles andere auf dem Feld. Nahrungskanone im Hintergrund. Sollte ja eigentlich auch ganz gut was machen. Ich möchte mal wieder reinhören, weil gerade Donny, der könnte jetzt ein paar Probleme zu Hause kriegen. Wir wollten eigentlich in die Wirtschaft hier rein. Wo geht's jetzt hier ab? Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Oh, jetzt kommt der bei mir rein mit Elefanten. Was ist das denn? Scheiße, ich brauch Mönch. Oh, ich weiß nicht, wo ich bin. So, ist jetzt bei mir eine Base drin, scheiße. Bitte übernehmen.
was ein unfassbar wildes Spiel hier gerade stattfindet. Mara, ja, die kann nicht mehr handeln, weil der Markt draufgegangen ist. Donny, ein riesiges Problem, weil überall jetzt Rot drin ist. Währenddessen ist er aber auch überall bei Rot selbst drin. Die knallen sich ja gerade richtig gegen den Kopf, ne? Handel wird erstmal unterbrochen, mehr helle Baden hier an die Front. Donny, der sitzt noch auf stabilen Ressourcen, um hier ein bisschen zu verteidigen. Das ist einfach mal krank, was sie gerade hier leisten. Das ist wirklich ein richtig unangenehmes Spiel zu spielen. Wenn man selber hinten angegriffen wird, selber vorne angreifen will, dann spielen ja beide auch noch hier drüben ein bisschen Armee. Die kämpfen aber gerade an drei Fronten. Starkes, starkes Spiel von beiden hier. Mara pusht weiter, nutzt den Hügelbonus aus. Grün, von dem würde ich mich einfach freuen, wenn der sein Dorfzentrum ein bisschen besser am Laufen hätte. Wenn der mal so ein bisschen reboomen könnte, wäre das einfach ein Träumchen. Aber schaut so aus, als würde das nicht ganz funktionieren. Er hat eben eine Menge verloren, wogegen er nichts machen konnte. Die Population ist einfach brutal. Rot ist wieder drin. Und gerade ist es so ein bisschen, dadurch, dass Grün so tot ist, dass ich glaube, dass unsere RB-Leute hier das Spiel gewinnen könnten. Schau mal, Bullseye bei 38. Rot haben wir bei 170. Ist jetzt hier sogar auf berittenes Speergang, was natürlich auch nicht so der Traum ist mit den Upgrades, die er gerade hat. Hat einfach noch gar nichts drauf, außer die Angriffs-Upgrades und nicht mal Lebenspunkt-Upgrades. Und Donny spielt mit Pop 160, versucht hier weiter Dorfwunder zu bauen, gefällt mir sehr gut, weil er weiß, dass er auch eine Menge Dorfwunder verlieren wird. Hat hier Mönche gebaut, um die Elefanten zu bekehren. Hellebarden, um weiterhin gegen andere Hellebarden zu kämpfen, ein paar Plänkler. Und ich glaube, das hält er. Ich glaube, das hält er. Mara, die würde ich mich freuen. Genau, Pop 200, kommt die nächste offensive Burg. Grün wird das nicht mehr halten können. Und Rot, dem geht es auch überall. Ja, gegen die Dorfwohner. Auch überall der Raid. Rot versucht jetzt ein bisschen gegen Mara zu spammen, aber die ist auch bereit. Die sieht das sofort. Sehen wir, sind die Dorfwohner eigentlich sofort gerettet. Was für ein unfassbar gutes Spiel hier. Mara geht weiter nach vorne. Grün hat einfach nichts mehr. Rot versucht ein bisschen rüber zu produzieren. Schaut euch mal die Minimap an. Das sind alle Farben bunt durcheinander. Einfach ein Zeichen von einem verdammt wilden Spiel hier. Rattan-Archer werden jetzt hier gebaut. Oh, Rattan-Schützen. Um hier die Freischilder ein bisschen zu kontern. Mehr Raids hier innen drin. Und jetzt kommt hier der nächste Go. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Belagerungswaffen. Und genau in dem Moment, wo ich das sage, sind hier schon wieder zwei Triebwerke am Start. Wenn die Burg fällt, können eigentlich die anderen auch fallen. Das ist eigentlich eine Situation, wo Mara ruhig mal auf drei, vier Triebwerke gehen kann. Muss sich jetzt eigentlich nicht hier um die Dorfzentren kümmern. Weiß eigentlich, dass hier eh alles blockiert ist. Kann eigentlich durchfahren, sich um die Burgen kümmern. Aber ist natürlich einfach gesagt, weil wir natürlich alles sehen im Verhältnis zu ihr, die mit ihrem Fog of War irgendwie arbeiten muss. Donny hier, weiter aktiv mit den Raids. Weiß, okay, ich habe hier eine Menge Dorfwunder getötet. Warum nicht noch mehr? Und oh, die Belagerungskanonen sind so unbeschützt. Schaut euch das an. Belagerungskanonen, die teuerste Einheit im Spiel. 225 Gold, 225 Holz. Und das ist Gold, was er nicht wieder zurückkriegt. Unser Spieler hier in Rot hat eine Reliquie, die für ihn arbeitet. Das ist schon mal ganz gut. Drei Reliquien, die für ihn arbeiten. Okay, dann nehme ich das mal ein bisschen zurück. Das heißt, er hat so ein bisschen Goldeinkommen. Haben wir hier drüben das? Nö, das sparen wir uns noch für wenn das Spiel lang wird, auf. Aber da ist jetzt auch Pop 105. Versuchen wir mal ein bisschen hier was zu addieren, wie viel wir so im Team haben. Das schaut nicht mehr so gut aus. Sagen wir mal grob 130. Und hier drüben haben wir 150 und 200. Hallöchen. Ungefähr zweieinhalb mal so viel Population für die Beans hier. Und der Push geht genau so weiter. Da sieht es aus, als wäre da irgendwie ein Tribok gefallen vorher. Sind aber auch eine Menge berittene Einheiten draufgegangen. Und das geht hier weiter. Dumbledore pusht das weiter. Die Forward-Basis hier wird tötet. Und sieht so aus, als wären die beiden sogar im Teamspeak hier. Jo, passt. Ich auch. Sieht so aus, als würden die beiden sich zumindest einig sein, dass entweder nicht gut ausschaut oder sie nicht genug Ressourcen haben oder dass sie sagen, ich fange jetzt an richtig zu spielen, dann callen oder, ja, es schaut nicht so gut aus, da sind wir bei denen und ganz ehrlich, das war ein richtig hochkarätiges Spiel. Grün mit einem sehr guten Start, Scout Rush und wir hören die beiden an. Oh, ey. Yes, Mann. Yes! Mara leicht! Ja, Grün war jetzt weg. So, jetzt müssen wir den Kanal wieder aufmachen.
glaube ich. Starkes Spiel. Verdammt starkes Spiel von euch beiden. Und super unterhaltsam. Das war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Hat mir sehr, sehr gut gefallen von euch. Vielen Dank. Ey, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war hinten dran, dir zu helfen unten. Aber ich. Du hattest ja dieses Frontlager auf, was ja gut ist. Ich dachte, das war ja konstant, muss man sich dann darum kümmern. Und ich kam dann immer zu spät und dann waren ja immer diese 40 Paladine weg. Ja. Dann musste ich wieder neue. So, ich hätte lieber nochmal aufgebaut und dann. Aber die Ansage war richtig. Ich bin echt rot. Ja, fuck, wow. Oh. Shit, Leute, ich muss kurz durchatmen. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Und dann geht's weiter. Dann besprechen wir das kurz. Bis gleich, bleibt dran. Hey, hallo, herzlich willkommen zurück zu Rage. Ups. Cola, direkt im Bild gehabt. Ja, wir haben es gerade im Chat überflogen. Vielen Dank für das Feedback, was wir überfliegen konnten. Das ist gut, es hat euch gefallen. Das ist natürlich immer schön zu hören nach so einem Spiel. Also ich war komplett im Tunnel. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt gut oder schlecht war. Marco Smartass Giesel ist im Chat und sagt irgendwie, ja. Nut gegen Elend. Auf Augenhöhe, Blödsinn gegen Blödsinn. Marco, Schelle, Schnauze sollst du halten. Du bist krank, leg dich mal ins Bett. Bode hat auch schon geschrieben, geiles Spiel. Also hat ihm so gut gefallen. Ja, nee, aber Nili, sag doch mal, was sagst du? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, also es war, ich fand's auf jeden Fall super unterhaltsam, ne? Es wurde richtig viel gekämpft. Klar war es ein bisschen langsamer Start, es hat jetzt niemand was super schnell Aggressives gespielt. Aber dann ab Ritterzeit ging es ja richtig zur Sache. Ich fand, dass ihr eine Menge zusammengespielt habt, habt Grün gut in die Mangel genommen und dann war es ja einfach, ab Minute 30 wurde ja nur noch gekämpft da vorne bei der Basis von Mara, die sie da vorne aufgebaut hat. Ja. Ja, es ist, also das Ding war halt, wir haben so ein. Es ist immer schwierig da, wenn. Es wurde halt konstant gekämpft, einfach so, an dieser Front. Ja. Und ich habe da immer. Ich habe ja Paladin am Ende gebaut und hatte dann irgendwie eine Wirtschaft, die nicht angegriffen worden ist. Die war dann okay. Ich konnte ein paar Mal auch so schicken und so, aber habe mich immer so ein bisschen. Ich will ja auch da vorne kämpfen. Und dann musste ich die halt immer da hinschicken, aber dann waren die immer sozusagen dem Tode geweiht, weil ich konnte dann nur quasi, um die Triebwerke zu halten, die Paladine hinschicken, weil der hat ja Halibardiere und da konntest du dann hin und her managen, da bin ich dann einfach an einem Punkt, da bin ich überfordert. Also vielleicht sieht's wahrscheinlich, wenn man so zuguckt, so aus, was macht der da, aber gleichzeitig die Wirtschaft machen, gleichzeitig Upgrades und dann gleichzeitig vorne bei der Burg gucken, dass man da auch hin und her läuft mit den Herbs, um deine Triebwerke zu schützen. Da habe ich dann, glaube ich, 2-3 Mal 40 Paladine verschenkt. Ja, ich hatte so zwischenzeitlich, wo ich auch dachte, oh Gott, ich verliere gerade da vorne alles, weil keine Halbs mehr nachkommen, wo mir dann auffiel, dass ich nicht alle Kasernen in einer Gruppe hatte. Ich hatte plötzlich nur noch 2 in einer Gruppe, weil ich mich verklickt hatte. Ja. Dann habe ich wieder alle Kasernen mit reingenommen, dann spammten die auch wieder nach vorne. Ja. Aber da habe ich kurz gedacht, oh nein, jetzt verliere ich alles. Da kommt nichts mehr von mir. Ja. Ja, wir haben uns gerade überlegt, ob wir machen ein Rematch, so wie es aussieht. Und ja. Ja, vielleicht werden die Schafe dann nicht geklaut. Mal gucken, wie der Bode dann drauf ist. Nicer Move, kann man. Erklärt mir doch mal, wie habt ihr euch denn entschieden am Anfang, wer auf welche Einheiten geht? Ich wollte Man-at-Arms machen. Ich wollte Stress machen. Ich habe ja am Anfang, habt ihr ja gesehen, schon wieder Bohrprobleme gehabt, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung, warum, frag mich nicht. Irgendwie kein Plan. Es war völlig unnötig auch. Ich habe irgendwie kurz die Konzentration verloren und habe deswegen halt alles delayed gehabt. Hätte aber noch gereicht, glaube ich, für Man-at-Arms. Und dann wurden mir halt die Schafe geklaut. Das hat natürlich den Plan dann verworfen. Also wir haben dann gesagt, Man-at-Arms, und du machst dann Schützen, ja. Mara. Und das hat dann nicht geklappt, dann habe ich einfach dann adapted und gesagt, ja gut, dann wall ich jetzt halt und mache halt ein Fast Castle Build, weil ich ja einfach keine Nahrung hatte und meinen Deer auch nicht gefunden habe, ich kann es nur aus meiner Sicht erzählen. Und genau, und dann war der Plan quasi, dann haben wir gesagt, okay, ich baue halt so schnell wie möglich Ritter, war eigentlich klar, weil ich will wahrscheinlich als erster Ritterzeit sein und wollte dann meinen stressen, also Bode in dem Fall mit 5, 6 Rittern. Und dann fing's an zu kippen, weil dann war dann doch der Grüne bei dir drin und dann habe ich die Ritter dahin geschickt. Und dann fing diese Dynamik, diese weirde Dynamik an, okay, wir gingen gegen Grün. Und dann war halt irgendwie dann einfach alles so ein bisschen durcheinander. So war es aus meiner Sicht. Und dann war es nur noch kämpfen eigentlich. Irgendwie. Bitte mit 9 Leuten, die wollen alle kein Rematch im Chat. Hä? Die wollen alle kein Rematch. Okay, ja, dann gut, dann gerne. Dann gerne auch mit 9 Leuten. Also bei mir war, ich wollte halt am Anfang auf Schützen gehen. Dann hat der mich mit einem Scout Rush, ich hasse ja Scout Rush, ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und dann bin ich dann halt später dann auch noch auf Halbs gegangen. Ja, vielleicht gucken wir mal auf die Karte. Ist, glaube ich, interessanter, wenn sie gerade so. Genau, ich wollte nur sagen, dass wir deine Karte vielleicht abgreifen, wenn du gerade schon sagst, wo der noch los war. Ja, genau. Hier so und hier war mein TC und solche Geschichten. Aber ich kann noch mal in die Statistiken reingehen. Ja, mach mal. Wir haben viel zu viele Dorfbewohner gebaut, glaube ich. Ja, warum viel zu viele?
Da frage ich den Profi, Nidi. Ich meine, sollte man irgendwie, also eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist gutes Zeichen, dass man viele Wills gebaut hat, aber irgendwann ist vielleicht auch zu viel, oder? Ja, 125 noch nicht zu viel. Okay. Ich glaube, so ab 160 ist zu viel. Wenn du Kälte spielst, kannst du einfach helle Baden, rammen. Ich glaube, so 140 ist eine ganz gute Anzahl. Gerade wenn ihr so wild überall spielt, ist, glaube ich, 140, was mir ein bisschen besser gefallen hätte. Worauf man nochmal ein Augenmerk legen kann, ist die Abzeit. Donnys Feudalzeit da war schon ein bisschen überraschend. Ja. Genau, halt aus besagten Gründen halt, ne? Also ich wurde halt durch die Schafe, ich will es jetzt nicht nur auf die Schafe schieben, aber es ist natürlich scheiße, wenn die Schafe geklaut werden und man das Tier nicht gescoutet hat. Dann ist man halt, was soll ich machen? Also ich habe ja keine Nahrungsquelle und muss dann halt quasi mit Feldern das machen und dann dauert das halt ewig, wenn ich ein zweites Holzfeld, obwohl die Kelten natürlich super sind mit Holz. Ja, sag mal, Nidi, was hätte ich denn gemacht? Also du hast gerade, das muss ja auch noch mal in mein Denken rein, so diese, dass man weiß, okay, Kelten, Siege und Herbs oder sowas. Ich habe ja dann Paladine gemacht, so ein bisschen aus, okay, die sind halt geil erstens, weil die einfach cool sind. Aber was ich wollte Berserker, habe ich vergessen vorhin zu sagen. Ich habe ja Burgen gebaut und genau, das jetzt weiß ich wieder. Ich hatte einen Plan, ich wollte Berserker bauen, Freischärler meine ich. Weil welche haben, nee, Berserker und ich verwechsel die immer. Freischärler sind die Kelten? Nili? Ich helf dir nicht. Berserker sind, ich hab Berserker als Kelten. Nee, ich hab Freischärler. Ja. Genau. Berserker sind nur Wikinger, oder nicht? Wikinger, genau. Ja, genau. Diese Typen, die halt rumrennen und irgendwie immun sind gegen Pfeile. Genau. Freischärler wäre eine ganz gute Einheit gewesen gegen alles, was sie haben, gerade wenn du noch ein paar Rammen dazu baust. Kelten-Paladine ergibt da nicht viel Sinn, ne? Entschuldigung, noch ganz kurz, weil das wollte ich nämlich sagen. Das war der Plan, war ja, Freischalter zu bauen, aber vorne sind meine Burgen die ganze Zeit gefallen. Das war meine einzige Burgen. Ich hätte eine Defensivburg bauen sollen. Mhm. Und ich habe ja vorne, wir haben ja vorne bei Grün versucht, Burgen zu bauen. Und die hat, da muss ich echt Lob geben an Bullseye, den Grünen. Das hat er echt gut gemacht. Der hat krass gut verteidigt mit den Triebwerken und selber verteidigt, also repariert. Und es waren aber zwei Burgen, habe ich ja da gehabt. Die sind alle tot gewesen. Und ich hatte in der einen fucking 12 Freischalter drin. Die waren alle weg. Hä, was? Weil die waren in der Burg drin, ich habe die drin gehabt und die Burg ist gefallen. Ja, aber die kommen doch dann raus. Nein, die sterben dann. Nein, die kommen raus. Wie, die kommen raus? Du verlierst die Einheiten nicht, Donny. Ja, die kommen dann raus. Hey, ich dachte immer, man verliert die Einheiten. Ich glaube, wenn du unter 10 oder unter 20% der Lebenspunkte gehst, werden alle Einheiten raus. Die werden ausquartiert schon vorher. Und du kriegst halt, wenn du Einheiten in der Warteschlange hast. Aber bei Stellen oder so nicht, wenn die da drin sind, dann sind die doch weg. Die kommen auch raus. Das ist nur bei Transportschiffen so. Ja. Warte mal, ganz kurz. Ich bin gerade, mein Gehirn explodiert. Ich mein, in der Produktion. Ja, da kriegst du die Ressourcen wieder. Ja. Wirklich? Ja. Das wusste ich nicht. Auch wenn du ein Dorfzentrum in einem Imperialzeitalter gehst und das down geht, kriegst du auch die Ressourcen wieder. Ach Mensch, du, da habe ich ja super gemacht. War doch alles geplant. Schöne Ressourcen gesichert. Ah, waren einfach nur ein paar Köderburgen. Habe ich da hinten. Naja, egal, aber das wollte ich nur kurz erklären, weil es vielleicht nicht so ersichtlich war beim Zugucken, okay, was da los war. Schafe einfach näher am Dorfzentrum haben und weg vom Gegner. Ja, wenn stimmt. Wenn du die einfach praktisch westlich von deinem Dorfzentrum setzt, dann muss er die erstmal irgendwie versuchen, wieder nach Hause zu kriegen. Ne? Kannst du schauen, hast du irgendwie Holzfällerlager, hast du da eine Mühle und sowas, kannst Dorfwohner benutzen. Aber du hast sie einfach genau zu ihm hin und zu weit weg. Ja, das ist ein guter Tipp, ohne Witz. Das ist so ein, den werde ich mir merken. Das ist gut, stimmt. Ich habe die, jetzt frage ich Gewohnung, ich habe die immer unten rechts. Ich habe die immer da, wo auch Daut die immer hat. Einfach so aus, weißt du? So, ich hab die aber Daut hat sie halt direkt am TC. Ja, ja, die sind dann drunter, genau. Naja, gut. Man denkt halt nicht an das Lame. Ich hab die Schafe meistens da halt, weil ich denke, da sind sie in einer guten Position, wo sie nicht automatisch von den Dorfbewohnern gekillt werden. Aber ich denke halt nicht, dass Leute lame. Aber hey, so Leute gibt's halt, ne? Ich würde auch nicht drauf rumreiten oder so. Es hat nicht das Spiel entschieden, aber wir haben ja gewonnen. Also, du hast gesagt, der Chat ist eher dagegen, dass wir noch ein Match machen. Und der Chat ist Gott, das wisst ihr. Das muss man einfach wissen, Leute. Chat ist Gesetz. Das heißt, wir machen einfach neu auf, oder was? Chat möchte noch. Machen wir ein cooleres Passwort diesmal, oder was? Ja, was willst du denn? Ich bin einfach erstaunt, wie rot. Die Kamera ist super. Können wir nur noch die bitte haben bei mir? Weil ich bin echt erstaunt darüber, wie rot meine Wangen sind. Guck mal, was der anderen jetzt noch kurz. Das ist das Licht. Hier werden viele Dinge rot beleuchtet, die in echt gar nicht rot sind. Das stimmt aber auch wirklich, ne? Ja. Der Monitorfuß ist auch blau. Guck mal, so. So, jetzt. Na, scheiß doch drauf, mein Gott. Hey, wenn man geil spielen will oder gewinnen will, dann muss man halt auch mal, dann ist dir die Mode scheißegal, ja? Oder wie man aussieht. Und gewonnen, so sieht's nämlich aus. Die Mode. Okay, ja, wir machen Passwort. Warte, ich sag's dir kurz. Ich muss es ja dann irgendwie, okay, wie hab ich's letztes Mal noch gemacht? Ich sag, warte. Jetzt, warte, die lacht sich schon einen ab. okay. Kurz auf die andere Kamera, bitte. Man darf meine Hände nicht sehen. Bitte, liebe Regie. Liebe Regie, kurz mal die andere Kamera, weil man darf meine Hände nicht sehen. Du kannst auch keinen Stuhl drehen. Nee, warte. Nee, ich will was machen, vertrau mir. Mhm.
Groß geschrieben, bitte. Okay, also wir haben jetzt ein Passwort. Und das Rätsel ist folgendermaßen. Kommt jetzt ein Reim? Miau, miau. Mag ich nicht so gerne. Ich will's ein bisschen. Ich bin mal gespannt, miau, ob da jemand miau, reinkommt. Miau, miau, miau. Ich dachte, jetzt kommt Inspektor. Ich bin mal gespannt, wenn da einer reinkommt, ey. Was könnte das Passwort sein? Ich sag's nochmal. Lili, hast du schon? Miau, miau, miau. Die mag ich nicht so gerne. Aber ich brauch's geschrieben. Schickst du es ihm? Erster Buchstabe groß geschrieben. Ja. Ich gebe noch einen Tipp. Da sind doch schon zwei. Sind doch schon zwei? Der eine ist aber sehr gut. Oh, so oh, ist schon alle reinkommen. Wer hat's im Chat, habt ihr es da gepostet hier? Ja, es war natürlich die Maus. Maus. Ich habe gerade eine Ratte gemacht, oder? Oldes Lorkorn, den kenne ich. Kleiner Tipp an dieser Stelle, geht mal auf YouTube, wenn ihr Bock habt, und schaut und sucht mal nach I Smell Cheese Jim Carrey. Einmal ein kleiner Tipp von mir. Jetzt müssen wir natürlich gesehen. Hier immer, ihr müsst ja auch noch hier reinkommen. Das wäre besser gewesen, wenn ihr erst mich reinlasst. Ja, nee, und auch ich, stimmt. Weg. Ja, stimmt. Ey, okay, geht mal alle, hört mal alle auf zu joinen. Das hatten wir schon mal, das Problem. Wir sind einfach ja, dumm. Mann, Nidhi, du musst dir immer wieder bewusst werden, wenn du herkommst. Wir sind alle dumm hier. Oh. Ich bin drin. Dumbledore ist da. So, jetzt sind zwei offen. Versuch's einfach weiterhin ein paar Mal. Mit dem Lachen solltest du schaffen. Immer richtig zu drücken. Okay. Nein. An die anderen jetzt. Hört mal auf zu joinen jetzt hier. Komm, einmal kurz, lass den Nidhi rein. Jetzt hört mal auf. Hört mal jetzt auf. Otto, fort. Wir hatten das schon mal mit Florentin. Das ist nicht witzig und nicht cool. Hört jetzt Zombie. Einfach auf. Lass den Nidhi jetzt rein. Was haben wir damals gesagt? Wir haben so einen Test gemacht, um zu gucken, ob die Leute. Ist nicht, dass ich gleich aus Versehen. Komm, zeig mal die Lobby hier. Guck dir das mal an. Das ist eine Katastrophe hier. Jetzt kommen die da rein und raus. Knöterig, Zerr, Penisarsch, hodenloser Born. Marco kommt auch noch mal rein, Marco, und nervt. Hau ab. Raus. Gib dem mal direkt einen Bann für den Channel. Was ist denn, Nidhi? Kommst du nicht rein? Ja, zu krank, um zur Arbeit zu kommen, aber nicht krank genug, um hier ein bisschen hier rumzujoinen, ne? Sag ich mal. Jetzt so Schnitt auf Marco und er hat wirklich einfach so ein gebrochenes Bein und alles wirklich und kann nur eine Hand bewegen. Das ist es mir wert! Nein, natürlich liebe Grüße an dieser Stelle, Marco. Es ist natürlich völlig legitim, dass du dir mal eine Pause gönnst, ein bisschen Urlaub machst. Gambledore. Ja, das kriegen wir nie hin. Also, pass auf, Leute, wenn ihr so weitermacht, kriegen wir tatsächlich das Spiel nicht zustande. Aber so sind halt Menschen. Jetzt denkt natürlich jeder von sich, ja, es sind die anderen. Ich join hier, ich komme mal rein. Aber wenn jetzt alle mal kurz sagen, hey, passt auf, ich will nicht der Typ sein. Ich bin jetzt mal kurz nett und hör auf zu joinen und lass den Nidhi rein. Da ist er. Der Hammer. Da ist er. Da ist er. So, und jetzt könnt ihr weitermachen. So, Nidhi haben wir. Und wir haben zwei Leute hier drin. Nehmen wir denn Stofftasche und Oldes Lorkorn ist MBL-Fan, Wololo. Viper-Fan oder wie er heißt. Ah, das ist gut, der ist cool. Dann lass mal noch den, der wollte immer cool spielen. Okay. Schleo weg. Oh, jetzt hätte ich dich fast rausgeschmissen. Lidi ist immer so verdächtig ruhig. Ich weiß nicht, ob er einfach konstant mit den Augen rollt. Nee, es ist einfach, ich glaube, wenn ich dann jetzt so viel mit reinfiele, so, oh, ich komm nicht rein, jetzt sehe ich es wieder, jetzt klicke ich, oh nein, jetzt ist es wieder voll. Ich glaube, hilft ja auch nicht so viel, ne? Ich versuch's einfach weiter. Und jetzt machst du erstmal dein Kabel ordentlich. Was soll denn das überhaupt? Warum das denn? Kabel die ganze Zeit. Mach schon hinten. Ja, oh, das machst du aber. Oh. Professionell. Da hätte ich gern so ein geklippt und damit so. Das hast du schön gemacht. Oldes Lorkorn, Team 2. So, okay, also, dann machen wir jetzt die Teams. Wir gehen in die Lobby und dann geht's los, oder was? Würde ich sagen. Das ist ein absolutes Chaos. Ja, wollt ihr nochmal Arabien spielen? Was, wenn du so fragst, sage ich einfach mal. Nö, also nicht unbedingt, ja. Nö, wir können auch, wollen wir nochmal Geistersee? Geistersee? Ja. Magst du ganz gerne, ne? Ja. Was gibt's da? Da gibt's Berries, da gibt's vier. Sag ich dir gleich, wenn du spielst, wenn sehr, nicht. Okay. Sehr ähnliche Karte. Sehr was? Sehr ähnliche Karte. Du kannst ein bisschen leichter mauern und in der Mitte nichts bauen. Okay, dann machen wir doch das gerne, Ghost League. Kein Problem. Ein bisschen passiveres Spiel. Okay, cool. Gerne. Alles klar, dann wir sind alle random. Spectator, jawohl. Teams haben wir eins. Nee, ups, warte. Tarantula ist auch im Chat. Hallo. Alles klar.
Dann geben wir ab an Nili. Viel Spaß beim Casten und euch viel Spaß beim Zugucken und uns hoffentlich viel Spaß beim Spiel. Jo, los geht's. Und da sind wir wieder. 2 gegen 2. Diesmal Geistersee gegen 2 Spieler, 1600 und 1700. Und dann haben wir Maya, wahrscheinlich beste Volk auf Geistersee, und Türken gegen Azteken, Vietnamesen. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass Donny hier nicht die Azteken kriegt hat, denn die natürlich unfassbar hasst, hier mit Adlerkriegern zu spielen. Der Mara startet hier mit den Azteken und Donny in Gelb hier oben mit Vietnamesen, Bogenschützenvolk. Sollte eigentlich ganz gut für ihn sein. Hat hier auch direkt die Schafe gefunden, das ist auch schon mal ein schöner Start. Auf der anderen Seite Oldest Lower Corn. Ich habe schon gesagt, Maya potenziell das beste Volk auf dieser Karte. Einfach nur, weil man das so einfach abmauern kann. Hier oben ein bisschen vom Dorfzentrum und einfach viele große Wälder hat. Defensives Gold, Stein, Beeren. Das ist ein Spot, wo strategisch gesehen ein Drush und dann schnell in die Ritterzeit gehen und Federfall schützen sehr, sehr, sehr stark wäre und das Spiel absolut dominieren könnte. Auf der anderen Seite haben wir Türken, auch ganz gut, haben einfach auch gute Scouts, können dann automatisch in Richtung leichte Kavallerie entwickelt werden. Alle Upgrades für die Chevaliere und ja, ich glaube, könnte eine ganz gute Komposition an Armee werden. Schauen wir mal an, was Mara hier so leistet. Da fehlt uns so ein bisschen das Schaf drüben. Und dann werden wir gleich mal schauen. Donny, das Schaf weg vom Gegner positioniert. Könnte aber ein bisschen Glück sein. Einziger Unterschied ist, dass man hier auf Geistersee ein paar extra Schafe auf der Karte hat. Aber gibt gerade gar nicht so viele. Das sind noch 2 normale. Da sind noch mal 3 extra Schafe. Hält sich also alles in Grenzen. Hier sind noch ein paar. Und da haben wir Eagles. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, nicht die richtige Einheitenwahl. Hier hätte man auf Bogenschützen gehen sollen. Es wurde aber gesagt, Eagles und Scouts. Finde ich schon mal ganz gut, dass sie früh kommunizieren. Das Holzverlager hätte vielleicht einen Tick weiter reingehen können. Aber ist auch alles okay. Und hier Donny mit einem ganz stabilen Start. Mara, schauen wir uns weiter an. Sammelpunkt so ein bisschen daneben gesetzt. Natürlich auf dem Baum ein bisschen besser. Okay, wurde jetzt alles gefixt. Schön hier mit dem Allerkrieger erkunden und auch schon 3 extra Schafe gefunden. Macht sie ganz gut. Hier hinten die 2 Schweine und Rehe, alles gefunden. Ja, schaut ganz gut aus. Azteken, natürlich eines der allerstärksten Völker auch auf dieser Karte anzusehen. Kann man viel mit Infanterie machen, die Wirtschaft extrem stark. Und da haben wir einen X von Donny, der gerade seinen Vietnamesen-Bonus ausnutzt und seinem Teampartner oder seiner Teampartnerin sagt, wo die gegnerischen Spieler starten. Schon ganz praktisch hier. Kann man seinen Allerkrieger seltener verlieren, könnte dann man natürlich auch seinen brennenden Speer schon mal vorschicken. Durch ein paar Schafe, vielleicht ein paar Schweine zu klauen. Vielleicht, ja, einfach das die anderen spüren zu lassen. Donny vorher, ja, seine Darkhead zu verhauen hat, sagt er. Webst du jetzt fertig? Dorfzentrum dürfte danach eigentlich direkt wieder arbeiten. Kurz alle gewesen. Dann haben wir hier schon ganz gut extra scharf am Start. Jetzt wird die Mühle gebaut. Schaut nach einer ganz guten Build-Order aus. Gefällt mir gut. Hier ein bisschen viel auf Holz. Normalerweise, wenn man 4 auf Holz haben, wenn man auf Bogenschützen geht, kann man auch ein Argument für 3 machen. Aber 5 ist definitiv zu viel. Wird jetzt hart. Das gezielte, ja, Abklicken mit 22 Populationen zu realisieren. Schauen wir mal, wie ihr das so hinkriegt. Holzverlager werden wir gleich sehen. Wenn die beiden Bäume durch sind, dann müssen die Dorfmann schon immer wieder mal ein Feld laufen. Wenn das Holzverlager eins weiter drin wäre, ja, hätte man immer noch die kurze Idealdistanz. Oh, 3 extra Schafe hier abgefangen von Stofftasche 17. Das ist auch so ein Name. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte zu dem Namen. Ich glaube auch alles noch Korn. Ist man vielleicht nicht unbedingt nüchtern drauf gekommen. Aber naja, muss man dann die Spieler nochmal fragen. Zweites Schwein kommt hier eingeflogen auf beiden Seiten von Donny. Hier ein bisschen versteckt. Hat er das überhaupt gefunden? Das Dumbleboar? Ja, hat er. Pusht hier sogar ein bisschen die Rehe. Fällt mir ganz gut. Und ja, wird eine Menge Holz haben. Wie gesagt, das ist aber wieder zu spät. Da ist das Schwein zu spät. Hat ja auch noch nicht geschossen. Hat aber diesmal Loom. Geht zum richtigen Zeitpunkt zurück. Untätiges Dorfzentrum. Das ist wieder keine stabile Darkhead von Donny.
Untätiges Dorfzentrum, kein Nahrungseinkommen. Der Junge wird einfach gleich mal 400, 500 Holz haben. In feudaler Zeit, in dunkler Zeit. Wo einfach mal gar nichts haben will an sich. Bewohner muss noch gerettet werden. Das ist komplett untätig schon wieder. Eieieiei, das war so über eine Minute untätig. Unendlich viel Holz auf der Bank. Eieieiei. Naja, Schafe sind hier vorne, hat er noch nicht gefunden. Liste der Ausreden wird lang sein, kann man sicher sein. Und Eagles, mal schauen, wie er gegen die spielen wird. Jetzt Spiel so ein bisschen pausiert. Nö, okay, geht ganz normal weiter. Mara hier. Ah. Oh Gott, 4 Schafe gleichzeitig und ein Schwein, die wir natürlich nicht haben, weil die auch ein bisschen schneller. Die verlieren ein bisschen Nahrung, wenn man darauf nicht arbeitet. Und mit so weniger Dorfwohner man drauf arbeitet, umso mehr Nahrung verliert man. Weil es ein bisschen dahin rottet. Und die hat jetzt, was ist denn das? 5 Schafe und ein Schwein? Normalerweise will man auf einem Schwein und ein Schaf zu dem Zeitpunkt sein. Jetzt bitte nicht, dass sie hier auf das nächste geht. Mara, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Keine Herzattacke für mich heute. Okay, 8:30. Normalerweise die Zeit, wo man sich so ein bisschen ins nächste Zeitalter orientieren will. Was haben wir denn? Grün? Das könnte eigentlich mal nach einem ganz stabilen Start aussehen. Ja, da wird gleich hochgegangen. Wird noch der Lumen reingezwitschert. Und dann geht es ab in Richtung Feudalzeit. Hier sieht es aus, als wäre Oldes Lower Corn House gewesen. No, eigentlich nicht. Hat sie mit 2 Dorfwohnern gebaut. Und hier kann man auch gleich ins nächste Zeitalter gehen. Hören wir uns doch mal rein. Das sieht nämlich aus, als würde Donny hier auf Man at Arms gehen, oder was? Eagles. Oder erst Eagles? Weiß ich nicht. Ich gehe mal erst auf Eagles. So, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Ich muss jetzt mal kurz, ich habe ein bisschen kurz, alles ein bisschen wackelig gewesen, aber es passt schon. Ich übernehme wieder. Sind ja schon sehr fokussiert, die beiden, ne? Da gab es nicht zu viel auszutauschen. Gehen hier auf Bogenschützen zumindest Donny und Mara mit der 2. Kaserne. Es werden also Adlerkrieger von ihr. Und ja, da wurde kurz geäxt, dass Mara da ist. Das heißt, es werden Adlerkrieger. Bogenschützen gegen Adlerkrieger Scouts. Ja, kann ich nicht so richtig sagen, was das Bessere ist. Mobilität natürlich eher bei den Scouts, aber die Adlerkrieger fallen dann aber auch gegen massive Gruppen an Bogenschützen, in die es dann schwierig zu kämpfen sein wird. Und gerade Donny mit mehr Lebenspunkten kann er, glaube ich, eine Menge machen. Aber er geht hier doch auf den Man-at-Arms. Ich habe mich nämlich gewundert, warum der Junge hier Man-at-Arms baut. Oder warum er Felder baut. Er geht jetzt auf Man-at-Arms, hat aber natürlich gar keine Nahrung. Hat unendlich viele Dorfwohner auf Holz. Oh Mann, wie viel sind denn das? 3, 6, 9, 12. 13 auf Holz oder was? 12 Holzfäller. 640 Nahrung, da passt einfach mal wieder hinten und vorne nicht. Eieieiei. Und also, wenn wir auf Bogenschützen gehen wollen, sind 11 auf Holz ganz gut. Wenn wir auf Man-at-Arms gehen wollen, brauchen wir nicht mehr als 6 auf Holz? Da brauchen wir mehr Felder, da brauchen wir mehr Dorfwohner auf den Bären, ein paar mehr auf den Schafen, die arbeiten. Hauptsächlich Nahrungseinkommen. Aber Donny hat hier sehr, sehr viel auf Holz gesetzt, was natürlich jetzt nicht so viel weiterhilft. Und ich bin ein bisschen verwirrt, warum ich den Adlerkrieger nicht drücken konnte. Was hat denn Donny bis jetzt gescoutet? Er weiß doch genau, wo der Gegner ist. Was stehen wir denn hier drüben mit den Milizen? Oh, die doppeln direkt. Donny ignoriert also seinen Gegner und geht direkt auf die andere Seite. Macht hier den Marktplatz, um ein bisschen mehr zu sehen. Kann hier natürlich aber in Probleme kommen gegen Rot selbst, ne? Der jetzt doch auf Bogenschützen geht. Das gefällt mir doch ein bisschen besser. Hier Maya Bogenschützen offensichtlich billiger. Und hinten raus kann man die sehr, sehr gut upgraden. Haben wir alle Upgrades drauf. Kann dann sehr gut mit den Upgrades auch in Federverschützen übergehen. Finde ich eine bessere Wahl als Adlerkrieger. Gerade wenn der Teampartner eh auf schon eine Nahkampfeinheit geht. Donny kommt drüber. Was haben wir denn hier? 3 Bogenschützen jetzt in der Queue.
Okay, und da sehen wir wieder, ne? Ein bisschen viel auf Nahrung. Das ist ungefähr das, was Donny gebraucht hätte. So viel auf Nahrung, so wenig auf Holz. Aber gut. Ist natürlich auch sehr, sehr einfach für mich zu sagen, ne? Ich sehe alles. Ich kann warten, ein bisschen Fehler machen, kann dann alles kritisieren. Und ist schon eine sehr komfortable Position. Jetzt haben wir hier Mara und wieder mit dem Rechtsklick rein. Hat hier nicht patrouilliert oder den Angriff gestartet. Und die Allergier, die können nicht wirklich kämpfen. Die würden verlieren gegen die Scouts. Warum kämpfen die Scouts nicht? Scouts sind eigentlich ganz gut gegen Allergier ohne Upgrades. Die brauchen auf jeden Fall hier was. Entweder einen Speerkämpfer mit dabei oder ein paar Upgrades wären auf jeden Fall bitter, bitter nötig. Scouts, die machen ein bisschen mehr Schaden. 5 Schaden hier, 45. Und versucht jetzt hier ein paar schnelle Häuser oder ein paar Mauern hochzuziehen, aber nicht rechtzeitig. Das werden wir wahrscheinlich auch in der nächsten Woche von Taut ein bisschen sehen. Ein paar, oh Gott, aber das nehmen wir nicht verloren! Was ist denn hier passiert? Hat diese Stumpflasche einfach mal die ganze Anarchie eingemauert? Wie bitte? Wie bitte? Hallöchen. Die ganze Allerie mal einfach schön. Jetzt musste halt, aber wenn halt die Bogenschütze nicht rüberkommen, macht das halt nicht so viel. Ne? Aber ein einziger Bogenschütze könnte das hier alles machen. Das hat er mal richtig schön gemacht. Oh Gott. Okay. Hier, das sind ganz gute Mauern von Donny. Gefällt mir ganz gut. Hier oben noch eine und dann ist er ziemlich kompakt. Genau das, was wir gesagt haben, was so gut auf Geistersee funktioniert. Mara währenddessen, Pop 33 nur. Und da ist natürlich noch nicht so viel am gut laufen. Zwei Holzfällerlager, hier ein bisschen von den Bären weggeschubst worden. Kann Grün vielleicht hier da die Dorfwohner sehen? Ja, sieht er. Kann er nicht hier was schnappen? Geht drauf, Mara. Oh, das geht auf jeden Fall ein Dorfwohner drauf, der auch noch 30 Nahrung im Gepäck hatte. Wird also gar nicht so lecker. Oder kommt der noch heim? Zwei Schläge brauchen wir noch. Die blockieren sich ein bisschen selbst. Und der geht down. Okay, hier drüben wird auch noch mal ein bisschen fokussiert. 12 und 28 Lebenspunkte. Ah, von Grünen nicht ideal gelöst. Und die Allergie haben sich hier sogar freigekämpft. Da wurde nicht noch mal vernünftig dahinter gemauert. Wurde ein bisschen gemauert. Und Mara, die kriegt jetzt nicht beides an beiden Stellen geregelt. Zieht jetzt hier die Dorfwohner zurück. Das bedeutet, die Adlerkrieger kriegen kräftig ins Gesicht vom Dorfzentrum. Update von Donnys Seite. Weiß nicht mal, wo seine Infanterie ist. Donny. Hat er denn noch was? 3 Infanterieeinheiten. Ja. Der Junge, der ist bald bereit zu kämpfen. 8 Minuten. Und der Junge, der ist wild. Der ist nicht hier, um Freunde zu machen. Der hat 3 Schwertkämpfe vorbereitet. Und greift gleich an. Währenddessen Mara und Stofftasche schon richtig sich ins Gesicht geben. Und eine Menge Dorfwohner untätig, jetzt gar kein Gold mehr. Ein paar Speerkämpfer wären halt wirklich gut gewesen. Mara sollte theoretisch die Ressourcen dafür haben. Schauen wir ein bisschen rüber. Ja, könnt ihr produzieren. Bleibt aber weiter auf Adlerkriegern. Warum nicht einfach ein paar Speerkämpfer untermischen? Wäre echt gut, gerade gegen jemanden, der nur auf Scouts geht. Grün. Sag mir doch nicht. Der ist doch. Nein, jetzt hat er den Dorf damit selber eingemauert. Jetzt behilft sie sich selber ihr eigenes Grab. Sie schaufelt sich ihr eigenes Grab. Habt ihr gesehen, wie sie einfach mal die Mauern hier. Nö, das ist nicht ihr eigenes Grab, doch. Hat sie einfach gerade mal hier schön eingemauert. Währenddessen machen die aber ein paar Bogenschützen schnell. Ich würde gerne hören, was Donny gleich sagt. Bist du noch da unten? Nee, ich bin tot. Oha. Wir nehmen wieder. Okay. Wir sind beide gerade sehr, sehr ruhig, ne? Donny hier mit seinen Plänklern als Verteidigung. Mara, die auch gut kassiert und immer wieder vom Gold weggeschubst wird. Ist eigentlich auch relativ ruhig. Könnte jetzt eigentlich schon in Richtung Ritterzeit gehen. Wäre mir ganz gut. Wie gesagt, einfach ein paar Speerkämpfer wären einfach Gold wert. Hier gegen Grün. Der noch ein bisschen versucht zu kämpfen. Der Dorfwohner, der zuckt ein bisschen komisch. Und verliert ja gegen den Allergier mit 1 plus 1. Plänkler schieben hier die Bogenschützen weg. Hm. Und jetzt in Richtung Ritterzeit, Mara. Gefällt mir gut. Ein bisschen mehr Gold sammeln. Jetzt endlich mal die Speerkämpfer aber ins Holz, was eh nicht angegriffen wird. Statt hier drüben ans Gold.
dass man wirklich was helfen könnte. Und jetzt hier aber auch mit einem Raid. Fällt mir gut, wie aktiv Mara ist. Bogenschützen hier drüben. Zweite Kaserne von Rot. Bei dem haben wir lange kein Update mehr gekriegt. Der ist auch bei den Weg Richtung Ritterzeit. Damit gefällt mir natürlich nicht so gut. Hier. Sollte halt das Dorfwunder immer automatisch untätig ist. Lieber hier Sammelpunkt auf den Baum klicken und dann ein Feld irgendwo bauen. Aber gerade, er ist einfach so lange untätig. Können wir ein bisschen optimieren fürs nächste Spiel vielleicht. Bogenschützen hier drüben. Sollten an sich nicht so viel hinkriegen. Donny müsste das doch einfach alles clearen. Genau. Da sieht auch alles nach guten Mauern aus. Gefällt mir schon ganz gut. Dorfwunder ist natürlich nicht so effizient. Das Bergarbeiterlager hätte ein Feld weiter weg sein müssen, um einfach die Dorfwunder perfekt dazwischen arbeiten zu lassen. Gold und Stein will man meistens ein Feld weit weg haben. Beeren und Holzverlager meistens direkt dran. So, jetzt. Faustregel. Sehen wir nämlich, wie ineffektiv hier die Dorfwunder außen rumlaufen. Die Schwertkämpfer sind immer noch da. Haben die hier noch ein bisschen was getötet? Kamen die noch ins Schnetzeln? Hab mich ein bisschen. Mara wechselt jetzt auf die Schießanlage und geht mächtig auf Stein. Warum das denn? Azteken kann man nicht so viel machen. Die Agro-Krieger wirklich eine schwache Einheit in Ritterzeit. Wenn man so viel für die Burg investieren muss. Oh. Weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt. Schau mal, was haben wir denn hier? Rot auf dem Weg zur Ritterzeit. Baut weiter gar nichts? Nö. Aber wir haben Schmiedekunst auf dem Weg. Ein paar Bogenschützen, die jetzt richtig gemein gegen Mara sein könnten. Dann sehen wir jetzt, wie das alles getötet wird. Mara ihrerseits. Kasernen nicht am Start. Schießanlagen produzieren auch nicht. Dorfzentrum auch nicht. Nur 31 Population hat schon einfach gut viel kassiert, weil Grün, obwohl es ein anderer Spieler ist, hier ein ganz gutes Spiel macht wieder. Schön mit seinen Scouts aktiv. Und heute macht nicht so viel auf Gold gehabt die ganze Zeit. Ein bisschen umtauschen wäre ganz gut. Hätte auch gut noch für mich auf mehr Speer gehen können. Und wenn jetzt hier, guck mal, 800 Nahrung, wenn das 10 mehr Speer wären und die jetzt leichte Kavallerie sind, die würden einfach alles töten. Guck mal, zwei Speerkämpfer, ein Adlerkrieger dagegen, hätte einfach alles töten können. Und die hat jetzt ein paar Speerkämpfer rübergeschickt. Schönes Teamspiel, gefällt mir gut. Dass sie sich da gegenseitig aushelfen. Mara anfragt hier, wieder auf massig Scouts, kann ich ein bisschen Hilfe kriegen und da wird ausgeholfen. Zweites Goldlager hier, immer noch nicht auf Stein. Ich mich sehr darüber gefreut. Wird hier auf mehr Gold gegangen. Ritter werden gebaut. Der macht natürlich jetzt da kurzen Prozess. Markt noch nicht so genutzt, wie ich mir das wünschen würde. Deswegen die Ritterproduktion noch nicht so am Laufen, wie es sein könnte. Aber auch hier 25 Populationen. Die haben sich wirklich so gut beide zu Hause attackiert, dass einfach die Populationen sehr, sehr niedrig sind. Wolfslower Korn, der kann hier oben richtig was wegschnetzeln. Es ist halt wichtig, dass er nicht unbedingt ins Dorfzentrum läuft. Verliert hier einen Bogenschützen. Was sieht der Junge denn? Der hat auch schon einen Markt. Das ist keine Ahnung von dem Holz. Aber da drüben könnte er eigentlich mal hin. Auch wenn da, glaube ich, nichts mehr ist, ne? Ja, alle evakuiert. Das läuft bei ihm zu Hause. Dorfzentrum noch nicht so. Schießanlagen auch nicht so. Oh, Adlerkrieger anscheinend. Okay, das heißt, die Adlerkrieger, auf die er von Beginn gehen wollte, die baut jetzt ein bisschen verzögert. Natürlich sehr gut gegen das, was Mara und Donny jetzt hier haben. Ich glaube, dreifach Schießanlage sogar von Donny. Das ist alles schön abgemauert. Könnte jetzt hier auf Ratternschützen gehen. Es kommen hier auch noch ein paar leichte Kavallerie. Und dann wird's hart. Was macht man denn gegen Adlerkrieger und Ritter? Naja, Ritter selbst würde gehen. Geht aber weder Donny drauf, noch Mara hat überhaupt die Option. Viele Adlerkrieger selbst. Oh, okay, aber auch nicht der Traum. Und Donny mit nur Bogenschützen? Da wird mal wieder ein Mobilitätsproblem sein. Der, aber bis jetzt hat er eh nur Plänkler. Oder? Was ist denn das? Donny! Dieses Schlitzohr. Denkt sich, das Gold, das werde ich ihm nicht gönnen. Und wenn der Turm hochgeht, sieht er, dass er nicht mehr auf Gold ist. Na gut. Was haben wir hier? Jetzt sind wir auch in der Zeit gekommen. Berittene Bogenschützen von Vietnamesen. Interessant. Haben auch mehr Lebenspunkte. Wie die Plänkler mehr Lebenspunkte und die Ambusschützen mehr Lebenspunkte haben. Das ist ja mal ein interessanter Move. Sieht man sehr selten. Hat dann nicht mehr das Mobilitätsproblem. Wichtig ist halt, dass wir trotzdem alle Upgrades da drauf brauchen, ne? Jetzt hier ein richtiger Tower Rush von ihm.
dachte ja, wir gehen auf Rattan. Das ist ja mal. Habe ich nicht kommen sehen. 60 statt 50 Lebenspunkten hier ohne Bloodlines. Ohne die 20 Lebenspunkte mehr für Bloodlines. Für Zuchtauswahl. Wollte ich den deutschen Begriff mit einbringen. Ich baue da hier einen Stall. Gefällt mir. Alles gut. Und. Das heißt, das Problem ist, dass er keinen Geschwindigkeitsupgrade draufkriegt. Keine Zuchtauswahl. Greife auch an. Schöne Teamkommunikation hier. Und plus 2 Angriff, plus 1 Verteidigung. Andersrum wäre ein bisschen besser gewesen. Alter Krieger. Vielleicht ein bisschen wichtiger für die, dass die ein bisschen Verteidigung kriegen. Das ist doch nie ein Problem, ne? Und das habe ich ihm so häufig gesagt. Du benutzt zu wenig Tore. Jetzt ist deine Armee draußen und er kriegt drin den Raid. Versucht hier ein bisschen was abzumauern, kriegt man die Mauern nicht mal richtig hoch, weil es so ein bisschen blockiert. Grün, der haut sich aber nicht komplett rein. Und ich glaube, hier zwischen war es offen, ne? Genau. Und er muss jetzt ein Haus löschen. Da einfach mal ein Steintor. Wäre wirklich was für ihn gewesen. Macht hier weiter mit seinem Tower Rush und die dritten im Bogen sitzen. Mal schauen, was die so hinkriegen. Bitte, komm jetzt hier oben. Die werden ein paar Dorfwohner schnetzeln. Oh, ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Okay, ist wahr. Ist nicht wahr. Ist wahr. Okay. Dorfwohner gehen trotzdem down. Hat er hier ein paar gute Breakwalls hingekriegt, aber wenn die rechte Seite offen ist, ja. Das war es dann auch nicht mehr so wichtig. Und. Ja, gehen alle Dorfwohner drauf, aber macht eine Menge Schaden gegen die Ritter. Kriegt er ganz okay hin. Dorfzentrum. Oh, das ist nicht mal ein Dorfzentrum, das ist eine Burg. Okay. Interessant, wie die alle Ritter hier rüber geslidet sind. Dorfwohner gehen weiter rüber. Und die Burg, da wurde ich fraglich, ob die jetzt so gut positioniert ist. Donny, ihr kriegt hier gerade ganz schön was ab. Und Mara, die kann nicht helfen. Jaguar-Krieger macht natürlich gar nichts, ne? Gegen Ritter. Wären halt ganz gut gegen die Adlerkrieger von Rot. Ja, aber seine Adlerkrieger eher auf Donny fokussiert. Der jetzt eine Menge Untätiger hat. Schau mal, der arbeitet gerade gar nichts, ne? Kein einziger Dorf, wo er gerade irgendwie Ressourcen sammelt. Und da ist auch noch offen. Der arme Junge. Ich möchte mal gerade wieder reinhören. Wie ist da die Stimmung? Oh! Kannst du wieder hochziehen? Kannst du die Plänke hochziehen? Ich kann gerade nicht, gerade muss ich was anderes machen, sorry. Gerade ist bei mir in der Base Stress. Ah, shit. Ich hab's nicht aufgepasst. Okay, was? Nee, schon. Es war gerade wirklich, ich konnte gerade, das war gerade wichtiger. Er hat meine Burg da. Ich habe die einen Dorfwohner nicht. Ah, dammit, die habe ich übersehen. Ja. Ich übernehme wieder. Ja. Donny, der war nicht so happy, ne? Wenn hier einfach zu ist, geht's ihm halt so viel besser. Aber hier drüben war auch noch offen gewesen. Da muss einfach mehr getestet werden, ne? Wenn da, wie gesagt, das Tor hätte ihm ein bisschen geholfen, hätte er wieder ein bisschen weiter rein zurückgeben können. Jetzt hat er nicht viel auf Gold, was hier arbeitet. Viel zu viele Felder für die Einheiten, die er baut. Und ja, schauen wir mal, was er gleich so an Upgrades kriegt. Das wird halt auch, also, ich weiß nicht, ich glaube fast, es hat ihm mehr geschadet, als das ihm gebracht hat. Die beiden Türme, der Dorfwohner geht drauf und dann hat er halt eine Ramme gebaut. Und ja, ist dann alles wieder weg. Donny, der kämpft jetzt zu Hause. Und ich glaube, das wird ein hartes Spiel für die beiden. Die beiden Dorfzentren nicht so stark am Laufen. Lengler zieht jetzt wieder nach Hause zurück. Und die Jaguare, die machen natürlich nicht viel gegen Grün. Wie schaut's denn bei ihm aus? Hat der irgendwie die Idee, auf Janitschare zu gehen? Bis jetzt noch nicht. Beide Steinspots noch nicht berührt. Hat auch sein drittes Dorfzentrum. Fühlt sich ganz vernünftig an hier. Und jetzt geht Donny zum Angriff über. Macht hier auch die Zuchtauswahl. 80 Lebenspunkte dann. Das ist schon ganz saftig. Wenn er dann noch Ballistik dazu hätte, glaube ich. Oh, hat er hier gerade. Er hat hier gerade einen dritten Bogenschützen abgebrochen, oder? Kann das sein? Habe ich mich da gerade irgendwie komisch verdrückt. Naja. Okay. Hat die Plänkler nach Hause geschickt. Nicht so wirklich nötig, glaube ich. Hat er die zwei Dorfzentrum, hat die defensive Burg. Daumenring, ja? Der hat wirklich den dritten Bogenschützen abgebrochen, um Daumenring zu machen. Schießt man schneller und trifft besser bei stehenden Einheiten. Was gerade bei berittenen Bogenschützen, glaube ich, richtig viel bringt. Ich glaube, die treffen eh nur 50% und dann 100% oder sowas. Ja, oder 50 auf 90 oder sowas. Ja, jetzt sollte ich nicht mit Zahlen und mich Schrampen schmeißen, wenn ich das nicht richtig weiß. Jaguar-Krieger bringen hier gar nichts. Das heißt, die berittenen Bogenschützen müssen den Kampf hier dominieren. Aber gegen Ritter, die schon 4 Verteidigungen haben und gerade so wie Donny da reinläuft, schaut es gerade nicht so gut aus. Jaguar-Krieger nun an der Front. Die Armor-Schützen machen natürlich auch nicht so viel. Und das war kein Blackout-Kampf. Zu Beginn. Ja. Jetzt Michael Donny das ganz gut zurück. Und Grün schreit ihn nach Hilfe.
nicht mal so nötig, meiner Meinung nach. Wenn er hier zwei, drei Ritter noch mehr baut, zieht sich ein bisschen zurück, hätte er einen ganz guten Kampf nehmen können. Grün kommt aber rüber mit den Adlerkriegern, die werden halt aber richtig gut sein. Aber die würden auch, wie gesagt, immer noch das letzte Verteidigungsupdate wirklich gerne nehmen. Ja, gehen halt jetzt alle. Das ist halt, warum schreit denn Grün nach Hilfe, wenn er dann doch den Kampf alleine nimmt? Ne? Ich glaube, er hätte einfach ein bisschen zurückgehen müssen, ein bisschen Zeit gewinnen, auf Ritter gehen und dann eher sowas sagen wie, ja, du kannst jetzt angreifen, weil er ist ja auch relativ defensiv besetzt. Ne? Also stehen alle Dorfzentren und da macht erstmal die Armee nicht so viel. Ne? Wo hätten sie den Dorfwohner schnappen können? Die Holzdorfwohner ein bisschen hier rüberziehen, dann wäre ganz gut aufgestellt. Jetzt kommt Rot erstmal rüber und jetzt bin die Jagdkrieger plötzlich effektiv. Die sind halt unfassbar gut gegen Adlerkrieger. Das ist halt wirklich nicht mal fair. Donny läuft hier durch und kriegt einen Schaden. Oh, der hat das Haus schon wieder. Stofftasche. Der Meister der Quick Walls. Unfassbar. Schon der dritte Quick Wall dieses Spiel. Echt richtig. Das macht er richtig, richtig gut. Braucht man nichts drüber sagen. Das ist wirklich, ja, kann man nicht besser machen. Wirklich so nach hinten raus, dass die Briten im Bogenschützen sogar noch ein bisschen Schaden kriegen. Und Jaguar, mal schauen, was die jetzt machen. Da kommen noch ein paar Plänkler mit rüber. Fällt mir echt gut, was Grün hier spielt. Gleichzeitig Adlerkrieger hier. Haben jetzt endlich die Upgrades, die ich sehen wollte. Und dann macht so ein Brittner Bogenschütze nicht mehr so viel Schaden, ne? Hat halt nur 7, 5 werden weggepuffert. Kommen nur noch 2 an. Okay, Oldest Lorkhorn, der hat. Das ist schon ein ähnliches Spiel wie davor, ne? Grün am Anfang mit Scouts dran, dann doppeln sie grün, währenddessen Rot sich sehr zurückzieht und dann so ein bisschen den Boom starten kann. Jetzt Mara hier, oh, das ist ein bisschen suizidal, was da reingeht, ne? Ich weiß gar nicht, ob man ein bisschen suizidal sein kann, ja, vielleicht schon. Und ja, da gehen halt einfach alle Jaguar drauf, da werden auch nicht so viele Dorfwohner fallen, ja, die haben schon den gleichen Schaden wie Ritter. Aber stirbt natürlich trotzdem alles hinten dran und ja, macht Mara nicht viel. Und Donny, der ist ja, oh Gott, wenn wir über Suizidal reden, der redet einfach richtig rein auch. Und dann sind ja Plänkler, Adlerkrieger, Kamel, Ritter, wartet ja schon alles auf ihn. Vielleicht kriegt er hier ein bisschen was am Stein, gemittelt hier, aber das wird hart. Und ja, mal wieder einen Moment, um zuzuhören, wie ist die Stimmung? Ja, so lahm. Ich versuch's ja, aber die sind ja lahm. Eagles, komm rein jetzt, mega viele. Ja, versuch zu flüchten. Ja. Das war jetzt nix. Kannst du noch nachschicken, noch mehr Leute nachschicken? Ja, ich versuch's gerade. Wohin? Sag mir wohin, ich schick nochmal 8. Die sind alle tot da unten. Ja, die helfen sich jetzt halt. Das Problem ist, sollen wir jetzt bei Rot da rein einfach? Ja, ich würde, wenn wir jetzt schon so bei Grün dran sind, ich schicke hier auch die ganze Zeit Einheiten nach, hier vorne. Okay, dann schicke ich die jetzt auch einfach dahin. Ja, der wird jetzt da wieder rauskommen, also wir brauchen auf jeden Fall hier noch Verstärkung. Ich überlege echt, auf die Elefanten bringen nichts gegen Eagles, ne? Da kommt er jetzt. Komm aber auf. Ja, ich komme gleich da. Warte. Okay. Ja, Hit and Run ist halt schwierig. Okay, er rennt mit den Eagles jetzt hier weg. Ja, der will wahrscheinlich lieber hier, ne? Okay, ich mach die Kamele. So. Schick mal nicht einzeln deine Einheiten. Oh, pass mal hier unten auf bei meinen Leuten, die hier bin, bauen. Wo genau? Ich bin da, wo ich bin, oder nicht? Ich weiß nicht, was du meinst jetzt, wo ich. Ich baue da unten eine Ruhe. Achso, sag mir das doch. Wo genau? X mal, ich seh's. Ja. Ach, da, okay. Woher soll ich das wissen? Ah, hier oben. Ich hole ihn wieder. Sorry. Zitat. Ich bin da, wo ich bin. Oder nicht? Ja, er ist da, wo er ist.
Oder nicht. Naja, okay, Konterburg hier von Grün, nachdem Mara ihr Burg hochgekriegt hat. Aber Aztekenburgen bringen halt nicht so viel, ne? Wir wollen eigentlich gar keine Jaguar-Krieger so richtig bauen. Dann sind es eh die schwächsten Burgen im Spiel. Jetzt haben wir, okay, meine Befiederung drauf, aber das hilft uns dann auch nicht so viel. Ich glaube, lieber das Stein geben und dann Vietnamesen so ein bisschen mehr Kartenkontrolle. Hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn wir später auf Rattans gehen wollten. Elefanten übrigens ganz gut gegen Adlerkrieger. Lasst euch da nicht verwirren. Donny hat jetzt ein drittes Dorfzentrum, ein bisschen spät für meinen Geschmack, hatte die zwei sehr, sehr früh, aber da gab es halt natürlich auch den dicken Raid Anfang Ritterzeit. Und Maras Eko schaut schon wieder ein bisschen wild aus, aber das ist halt schwierig, ne? Das ist schon wieder, das ist ein so ähnliches Spiel zum ersten, dass Mara wieder die offensive Burg baut, aber diesmal grün mit Hügelbonus und ja, schnelle Burg als Konter dieses Mal. Ist ein bisschen früher. Letztes Mal haben wir dann Triböcke direkt danach gesehen. Aber oh, was ist das denn? Wo kommen denn die zwei Rammen her? Die waren hier drüben, die Türme töten und sind einfach mal komplett über die Karte gefahren. Verstehe ich halt überhaupt nicht. Aber passiert. Was haben wir denn hier? Mara. Ist auf dem Weg in die imperiale Zeit. Interessant. Bauen wir hier aus den Kasernen. Jetzt sieht das aus, als würden wir hier auf Elite-Kämpfer wechseln. Da wird nicht richtig viel draus gebaut. Hat ein paar mehr Pfeile drin. Aber ist einfach hässlich gegen den Hügel, ne? Und, oh oh, das mal ein dickes. Da sehe ich eine offensive Burg kommen. Oldes Lower Corn. Baut die offensive Burg. Und er hat sogar noch mehr Stein. Das können zwei offensive Burgen werden. Und Donny hat da nicht so viel gegen. Und das ist auch noch im. Das habe ich komplett übersehen. Und da sind nochmal richtig viele Adlerkrieger in der Schleife. Kein Elite-Upgrade. Das wäre halt schon mal ganz gut auch. Aber das ist eine offensive Burg. Und das wird richtig hart für Donny. Was kann er da machen? Haben wir ihn auf dem Weg zu ihm? Nee. Oh Gott, wird er hier noch abgefangen? Die Kamele können mal richtig gut Schaden machen. Oh Gott, nicht so richtig. Haben nicht schlagen können. Da muss man eigentlich genau in dem Moment schnell auf Stopp drücken. An Stofftasches Stelle. Dann bleiben wir Einheiten stehen und fangen dann an, sofort die nächsten stehende Einheit anzugreifen. Oh, oh, währenddessen Donny aber schön hier die Snipes auf den Dorfwohnern. Das gefällt mir sehr gut. Kauft hier sehr, sehr wichtige Zeit. Ja, das ist wirklich, gegen die Burg hätte er nichts machen können. Da hat Rot geschlafen, ne? Hat hier drüben vielleicht irgendwie mal ein bisschen was helfen wollen oder hat irgendwie was an der Wirtschaft gemacht. Aber das ist eine Burg, die muss er hochkriegen. Hat so einen riesigen Armeevorteil. Das muss er einfach hinkriegen. Donny jetzt auf dem Weg nach Hause hat schon sehr, sehr viel Angst, dass er hier einbricht. Und ich würde auch sagen, berechtigt, ne? Müssen ein paar mehr Dorfwohner gezogen werden. Adlerkrieger, das ist halt bitter. Wie viele Adlerkrieger er hat und wie wenig er damit gerade machen kann, ne? Ressourcen massiv in der Bank, baut noch mehr. Kein Elite-Adlerkrieger-Upgrade. Wir haben 57 Adlerkrieger hier. Der könnte einfach wirklich beide jetzt einfach zerstören mit der Armee. Das wird ein Spiel, was wahrscheinlich die Bohnen verlieren werden. Schauen wir mal hier. Laufen hier nochmal doch nach vorne. Hat er jetzt das Gefühl, dass er relativ sicher ist. Donny, ich möchte nochmal in seine Sicht gehen. Defensive Burg wäre ja ganz gut. Und das irgendwie abzuschirmen. Vielleicht irgendwie das Einmauern wäre eine Option. Adlerkrieger natürlich aber immer noch daneben. Donny, jetzt auf dem Weg nach Imp. Schnappt sich hier noch ein paar Kamele. Kamele dann halt irgendwann nicht mehr so gut, wenn wir die dicken Massen gegeneinander haben. Und Mara, jetzt hier Triborg gegen Triborg-Kampf. Schauen, was das so bringen wird. Donny, der bewegt sich auch wieder verdammt wenig mit Patrouillieren. Wenn man auf aggressiv patrouilliert, kann man einfach hier so ein paar Adlerkrieger mal wegsnacken. Passiert aber nicht. Jetzt werden die nächsten Dorfwohner geschickt und da sind einfach mal 60 Adlerkrieger, die hier vorne dran klopfen. Und Donny, der ist einfach mal super entspannt. Dass der nichts dagegen macht, dass der nichts dahin schickt. Das ist wirklich der Junge. Der ist so. Viele Leute denken, krass, der wird immer nervös, aber der ist so arschcool, der Junge. Da Wasser hier einfach, die Burg. Interessiert ihn nicht. Der ist ganz entspannt und jetzt würde ich gerne nochmal hören, was er zu sagen hat, weil seine Armee ist mal an der komplett falschen Stelle. Die Burg geht hoch und das sind eine Menge Adlerkrieger. Da sind wir drin, fuck. Oh, was ist das denn, ey? Dieser Triborg fährt falsch. Triborg fährt falsch. Scheiße, bei mir ist er komplett drin mit den Eagles. Muss ich wieder zurück. Shit. Rot macht keinen Scheiß. Oh, die Burg ist gleich hier weg. Jetzt sieht er die Elefanten auf jeden Fall. Oh, shit. Ja, bei mir sieht's nicht gut aus.
Da bin ich. Schicke. Ich übernehme wieder. Ach, Donnie hier. Geht jetzt hier auch immer noch auf Elefanten. Versucht hier ein bisschen zu verteidigen, aber alle Krieger in den Anzahlen. Und natürlich auch da gegen die Elefantenreiter ganz gut, ne? Kommen die Briten und Bogenschützen rüber, aber was will er machen gegen die Burg? Baut jetzt schön fleißig Trieböcke. Eldorado wäre halt was ganz Geiles. Hat richtig viel Stein. Pop 152 hier. Und oh Gott, das sind eine Menge Kamele. Mara hat ganz gute Einheiten dagegen. Aber nicht wirklich die Anzahlen, die sie braucht. Wird wahrscheinlich die Burg gerettet. Stell euch mal vor, wenn einfach hier noch 5 Janitschare mit dabei wäre, könnte Mara natürlich gar nichts mehr dagegen machen. Oh, oh, Grün, der kämpft hier ein bisschen zu lang. Verliert hier alle Kamele. Das ist gräuslich für ihn. Das ist wirklich, der schmeißt da seine komplette Armee gerade her. Komplett unnötig hier. Hat keinen einzigen Grund mehr, hier noch stehen zu bleiben. Der Tribok ist gefallen. Das war das Einzige, warum er da überhaupt hätte reinrennen sollen. Und Mara nimmt einen sehr, sehr guten Kampf. Aber ich weiß nicht, ob das reichen wird, weil es sieht einfach mal wieder zu gut hier für Rot aus. Und ja, die ersten Elefanten sind draufgegangen. Und jetzt geht's einfach mal an die Burg von Donny, der hier noch keine gute Antwort gefunden hat. Alle Krieger laufen durch, haben auch alle Upgrades, bis auf das plus 40 Lebenspunkte Upgrade. So stark. Eldorado. Schon wirklich ein bisschen lächerlich. Mutige Dorf von hier hinten. Wo ist denn der dritte Goldspot? Den müssen wir eigentlich auch irgendwo kriegen. Da vorne müsste Rot langsam sich mal hinorientieren. Aber ganz ehrlich, der ist gerade so dominant. Das wird einfach eine harte, harte Nummer. Jetzt hier gegen die Burg. Wird auch nicht viel gemacht. Warum bleiben wir denn so lange auf Kamelen gegen Azteken? Janitschare werden so gut als Türke. Handkanoniere könnte man auch irgendwie ein Argument für bringen, wenn man nicht genug Steinkontrolle hätte. Aber wir haben ja hier hinten komplett das Stein schon uns gegönnt. Teamkamerade hätte auch noch genug Stein zu geben. Jetzt kommt hier der Rammenpush. Die Burg geht drauf. Das schaut hart aus für Donny. Ich glaube, ich möchte mal bei den beiden wieder reinhören. Sorry, bei mir. Sorry. Guck mal, meine Welt ist kaputt. Tja. Oh, guck mal, ja, sieht man. Guck mal, jetzt. Ich kann da nichts. Guck mal, die Eagles, die vor meinem Lager stehen. Ich bin schon tot mit Pop 43. Ja, ich bin noch schnell auf Champions gegangen. Das ich hab's auch versucht, aber ich hab nichts da. Ja, war, glaube ich, das erste Spiel stärker, würde ich mal sagen. Was sagt der Pro? Nili? Ja, im ersten Spiel war halt Rot ein bisschen inaktiver, ne? Jetzt war halt, Rot hat schon viel, viel mehr gemacht. Letztes Mal hat Grün viel mehr alleine 2 gegen 1 spielen müssen. Und dieses Mal hat Rot da dann einfach richtig gut gespielt. Was mich bei euch noch ein bisschen mehr freuen würde, ist Zusammenspielen. Ne? Es gab einmal die Situation, wo ihr in Ritterzeit schön zusammen diesen einen Kampf genommen habt gegen Grün, ihn komplett zerstört habt. Aber dann seid ihr wieder komplett verschiedene Wege gegangen. Ihr müsst wirklich eigentlich ab Feudalzeit schon immer beide eure Armeen auf dem gleichen Bildschirm haben. Ja. Dann zusammen. Lass jetzt das Gold angreifen. Lass hier auf das Holz. Und dann nehmt ihr immer zusammen den Kampf. Das ist einfach das, wie 2 gegen 2 funktioniert. Ja, also da nehme ich auf jeden Fall tatsächlich die Kappe nehme ich auf mich, oder wie man so schön sagt. Da ist Mara erfahrene und da muss ich echt noch viel lernen. Also ich sehe schon genau, was du sagst. Das würde ich jetzt auch als einen der Knackpunkte sehen. Also gerade in dem Fall, wo du gerade meintest, da meintest ja du ja auch, komm, lass mal zusammen da reingehen. Und dann war ich so, habe ich einfach reingeklickt, ne? Und da sind meine Fighting da lang. Ja, das stimmt. Und da, und für mich meine Logik war so, es reicht jetzt erstmal da reinklicken und dann wieder Kopfsache auf Zurückwirtschaft. Ah, ich werde von der anderen Seite angegriffen. Ist ein ganz, ich spiele ganz, ganz wenig Tu und Tus. Ich will da besser werden, aber wirklich nehme ich auf meine Kappe. Da bin ich echt schlecht. Also da habe ich das Mindset noch nicht dafür, sozusagen konstant sich Armeen zu treffen. Mhm. Und dann, ich habe immer so das Gefühl, das ist besser, wenn dann du da vorne die Front hast und ich gehe auf den anderen, sodass jeder gegen den einen kämpft und dann in der Summe irgendwann sich ein Kampf in Richtung zusammen gegen einen entwickelt. Aber klar, wie Nili sagt, so muss man spielen. Das muss ich echt noch, das muss ich noch reinkriegen. Auf jeden Fall, das fehlt mir komplett. Was mir bei dir noch gefallen hätte bei deiner Basis, wäre ein Tor gewesen, Donny. Weil es war wieder dein Klassiker. Du hast viele Schießanlagen und hast entweder die Einheiten drin, kommst nie offensiv, oder hast sie draußen, hast dann ein Loch und kriegst sie nicht schnell genug wieder rein. Genau. Du brauchst einfach mal ein Tor. Brauch ein Tor, ja, genau. So wie im Fußball, ne? Ja, auch die
nee, also ich bin heute echt, ich hasse es rumzuheulen und nervt die Leute auch und so. Ich will es jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber ich bin einfach unzufrieden mit meinem Spiel heute. Ich war die letzten Tage eigentlich im Saft, hatte ich das Gefühl, habe auch ein paar gute Spiele online gemacht. Hab heute, es ist dieses fucking Spiel. Manchmal hast du Tage, dann machst du einfach wirklich Scheiß, wo du genau weißt, das ist nicht richtig, was du machst, aber du bist überfordert. Ich bin wie eine Schallplatte, ich habe das schon oft hier gesagt. Aber heute war einfach nicht mein Tag, unterm Strich. Es war einfach, ich habe heute schlecht gespielt. Ich glaube, im zweiten Spiel deutlich schlechter noch. Also, das war echt. Auch, weißt du, die Sache ist, ich spiele mit Vietnamesen und da habe ich eigentlich einen ganz klaren Plan. Also, dann spiele ich mit Archern. So. Oder gehe auf Rattan Archer entweder später oder auf Arbalesten. Aber auf jeden Fall meine Wirtschaft auslegen auf Archer. Habe ich eigentlich auch gemacht. Und dann mittendrin entscheide ich einfach völlig planlos und unüberlegt. Ja, ich mache jetzt. Berittene Bogenschützen. Ja, das was, weil da habe ich dich ja dann auch zwischendurch drei Man at Arms. Warum? Aus dem Nichts. Ja, Man at Arms. Da hat man mich da lachen gehört. Hat man gehört, was da los war? Mit den Man at Arms. Ich weiß nicht, ob unsere Mikros auf waren. Nee. Ach so, die waren gar nicht auf. Okay, gut. Da ging es nämlich ganz gut ab. Ich kann das erklären mit den Man at Arms. Da haben wir auch gut gelacht. Sag ich mal, ich habe gelacht und Mara hat mit den Augen gerollt. Heftigst. Ich habe ja die Vietnamesen, Freunde. Das heißt, man sieht ja die TCs. Ich rechtfertige mich jetzt schon für das, was ich jetzt gleich erkläre. Ich weiß, wie es endet. Rechtfertigung für Rechtfertigung. Und man sieht ja die TCs. Und ich habe Man at Arms gespielt. Geht besser, locker eine Minute früher. Aber immerhin hat's mal endlich der Bild geklappt, ohne dass ich einen wilden Bohr verliere oder irgend so einen Scheiß. Es war okay. Ich hätte mit dem Man at Arms auf jeden Fall, glaube ich, noch Damage machen können. Bin aber zu Mara gelaufen mit dem Man at Arms. Gelaufen mit diesen Ready-to-Fight Man at Arms und Scout. Stehen auf einmal und dann so, okay. Und dann gehe ich in die Woodline und merkst du, die greifen irgendwie. Das war's. Und dann musste ich ganz rüber und das war der ganze Aggression war für den Arsch. Also habe ich einfach, ich weiß nicht, heute einfach nicht mein Tag. Mein Kopf ist nicht da. Ja, ich habe sogar angekündigt mit so, er baut die Kaserne in die Richtung, weil sie früh doppeln wollen. Ja, genau. Nee, da erstmal danke. Da traust du mir viel mehr zu, als ich imstande bin, umzusetzen. Nee, einfach, ist halt, mein Gott. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht für mich heute. Ja. Ich hatte schon Tage, wo es scheiße läuft und dann ist man nur im Tilt-Modus und dann hat man gar keinen Bock mehr. So. Ich hatte immer Bock bei dem Spiel. Ich fand auch, muss man auch mal sagen, den Gegner muss ich auch mal loben. Wenn man hier mal guckt, kurz mein Ding abgreift. Ich denke, das GG ist hiermit auf jeden Fall dann klar. Ich weiß nicht, Mara hatte zwar noch gute Wirtschaft. Ist immer auch immer so assi, ne? Ist auch ein Scheißgefühl, wenn man halt sagt, ich bin GG. So. Und man weiß, der andere ist aber gerade noch lang nicht GG. Ja, aber dann ist es halt in der Summe GG, weil ich bin hier tot. Diese Eagles kommen da rein. Meine Wirtschaft ist kaputt. Ich habe 43 Pop. Die können jetzt auch nichts mehr machen. Die stehen nur rum. Und dann habe ich, wie man vielleicht gesehen hat, noch versucht, panisch auf Man at Arms bzw. Champions. Also die sind noch weit entfernt, wie man meine Ressourcen sieht, gegen Eagles. Aber ja, ich sag mal so, auch an einem guten Tag, habe ich schon oft gesagt, habe ich gegen zwei Einheiten immer schon Probleme. Das sind Eagles. Also auch wenn ich wirklich einen guten Tag habe, Eagles machen mir immer Probleme und fucking Kamele. Ich weiß, und jetzt sagen alle, bau doch einfach Pikeniere oder bau doch einfach Man at Arms. Ja, mach das doch erstmal. Dann bist du in dem scheiß Spiel, dann kommen die da und rennen so übel schnell und haben dann dieses andere Upgrade, wo ich dann nicht mehr genau weiß, was kann ich die jetzt überhaupt noch mit Pfeilen killen? Nee. Eagles. Du liebst cool, die ja. Du hast aber dann doch nicht mit denen gespielt, wo du. Du warst ja gar nicht. Doch, hätte ich machen können. Ich hatte dann auch am Ende genau das, was du gerade gesagt hast. Also wollte dann Champions und. Nee, was hatte ich? Zweihandschwertkämpfer und Pikiniere da unten? Ja. Ich guck mal gerade, was du da unten hattest. Ja, guck mal da unten hin. Hier, da geht's richtig. Oh, der hat diese Heavy Camels auch gebaut, ne? Das sind auch richtige Schweine. Ja, die waren da gerade auch schon wieder alle weg. Naja. Die Einheiten sind richtige Schweinekamele. Hast du einen Tipp gegen, in meiner Situation gerade, Nelly, gegen Eagles? Was hätte ich da jetzt machen können? Abgesehen davon, dass ich bis dahin schon die falschen Einheiten gebaut hatte. Ab jetzt sozusagen. Was hätte ich switchen sollen? Was geht am schnellsten? Boah, gegen Eagles wäre Elefanten ganz gut gewesen. Ja, aber das Spiel war halt schon durch, ne? Ja. Und ich hab's halt einfach vorher in Ritterzeit, glaube ich, schon verloren gehabt. Ja, ich glaube, wenn ihr einfach Eagle, Armbrustschützen, Ritterzeit eine gute Anzahl habt, vielleicht Mara eine Forward-Base und ihr macht einfach einen Ritterzeit-Zusammendruck, dann muss halt mit den Eagles rüberkommen, ne? Oder es stirbt halt grün. Ja. Mhm. Ich hatte Kamele, hier Elefanten gebaut, bin ein bisschen stolz, gar nicht so schlecht. Ich habe meine drei Ställe schon gehabt und dann aber war nix. Ja. Ich habe glaube ich, sogar gesagt innen drin, ist ja schade, dass man uns nicht gehört hat. Wir haben ja ein bisschen kommuniziert. Da hatten wir euch drauf. Da meinst du so, Elefanten sind doch schlecht. Und ich meine dann so, übrigens, Elefanten sind doch ganz gut. Und dann wechselst du doch drauf. Von daher war schon erfreulich. Ach so, genau. Wir hatten nämlich irgendwann, glaube ich, tatsächlich dann, bevor ich am Arsch war schon, habe ich so gemeint, ich rutsche dann auf Elefanten, weil ich glaube, damit hätten sie dann nicht gerechnet. Mhm. Und ich hatte sogar die Wirtschaft dafür tatsächlich, bevor ich angegriffen worden bin. Also jetzt nicht komplett, aber es war okay. Irgendwie nach Imp hochklicken hatte ich 800 Nahrung und irgendwie 600
Gold oder so, hätte ich ja schon ein gut paar, jetzt nicht ohne Upgrades mal abgesehen, aber wie viel, 8, 9, 10 Elefanten auf die Map bringen können. Aber ja, dann kam halt 3 raus. Und dann hat er schon seine Burg gebaut. Aber die eine Burg konnte ich verhindern. Egal. Was ging denn bei dir da unten, Mara? Du warst schon wieder, du bist halt so ruhig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, stille Wasser sind tief, ne? Du hast hier die ganze, also nicht jetzt ruhig, sondern im Spiel, ne? Du hast die ganze Zeit einfach geballert hier unten, ne? Du warst grün, ja, schon gut. Ich hatte da ja auch eine Burg stehen, also da, wo der Stein gerade ist. Dann hat er aber da drin so viele Trieböcke gehabt und dann konnte ich das alleine nicht mehr halten, weil er dann da mit seinen ganzen Heavy Camels ankam. Ja. Ich muss einmal gut lachen, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, wo dann ich höre nur irgendwie vorne, es ist auch Galgen, dann ist einfach nur noch so, das ist so Galgenhumor, dann ist einfach nur so, komm, jetzt ist alles witzig. Dann, ich bin schon am Arsch oben und dann höre ich nur noch von Mara, wie sie sagt so, was mit dem Trieböck, der fährt falsch. Ja. Da waren wir drauf. Als ob da einer drin sitzt und einfach nicht weiß. Nein, der kam halt, du hast halt hier 2 Orte, wo es rauskommen kann. Und der Trieber kam halt gerade auf der Seite, wo er direkt in seine Burg reingefahren ist. Ich glaube, du hast den Sammelpunkt daneben gesetzt. Ja. Aber man sagt doch dann sowas wie, der läuft irgendwie, oder das Pathing ist komisch, aber nicht der fährt. Das fand ich irgendwie witzig, so als wäre das so ein Bus oder sowas. Ja, der fährt falsch. Hier soll ein Trieber sein, 8.39 Uhr jeden Morgen und jetzt ist es zu spät. Deutsche Bahn, toll, toll. Danke, Merkel. Ja, ist leider falsch gefahren. Aber ist eigentlich eine gute Frage. Die Trieböcke, wer fährt die denn eigentlich? Wie bewegen sie die sich? Da ist ja kein Mann drin. Natürlich ist da ein Mann drin. Der baut ja auf und ab. Aber der zählt auch als Pop 1 dann? Ein Trieböck. Das Holz zählt nicht, sondern der Mann, der es da drin baut. Ja, genau. Jetzt mal kurz ohne Ironie. Ja, es ist ein Kleinwüchsiger drin, der das macht. Ja. Das war im Mittelalter so. Das ist wie bei einer Ramme. Das hat, der ist halt trainiert auf jeden Fall, der Kollege. Ja. Rammen, Schmammen, ey. Rammen sind auch so eine Quatscheinheit einfach, die bräuchten. Warum das denn? Ja, die wollte ich gerade, ich hatte auch hier unten noch eine Waffenschmiede, da wollte ich jetzt rammen und dann wollte ich Bikiniere und Champions wollte ich am Ende da auch noch rein, aber Ja, allein der Satz, da sieht man doch schon, wir haben doch beide keinen Plan. Das sind doch 4 verschiedene Arten von Richtungen, die man gehen kann, die du gerade in einem Satz gesagt hast, oder? Wieso? Halbs und Siege ist schon mal ein Ding, aber dann hast du jetzt noch was, Champions noch dazu, ist dann too much, oder nicht? Ja, weil der andere immer mit Eagles darunter kam. Hätten wir Skorpione bauen können gegen die Eagles? Ach, Skorpione baue ich nie. Nee. Habe ich mal gegen Michi gemacht, war richtig geil. Nicht so gut. Hast du auch Mobilitätsprobleme und dann kann wieder der Eagle-Spieler hingehen und kann halt wieder da bei dem einen angreifen mit dem anderen. Im 1 gegen 1 sind sie ein bisschen besser, aber im 2 gegen 2 ist halt Mara ist ja eh schon super eindimensional. Dann ist sie hinten offen, du bist offen und der Eagle-Spieler kann einfach überall mal dominieren. Ja. Ja, Marco ist auch hinten offen, aber der ist zu Hause heute. So, und mit diesen abschließenden Worten beenden wir die Sendung. Nidhi, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja. Wir wünschen dir von Herzen und unsere Community auch alles Gute für den NHC 2. Ich glaube, aber da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das wird super. Also, nochmal zur Erinnerung, guckt euch das an, wenn das stattfindet und auf jeden Fall nächsten Freitag Zuschauerrekord. Kann man alle reinballern, jetzt alle live auch mal dazukommen. Also auch an euch, die jetzt gerade das auf YouTube 15 gucken. 15 Uhr fängt's an. 15 Uhr, Freitag, der 15. Ne? Ja. Nee, 14. 15, ja. 15. Kommt da mal alle vorbei, wir machen wieder richtig schön mal so 10.000 voll hier im Stream. Und dann werden wir Spaß haben. Und ja, wie gesagt, danke Nidhi, liebe Grüße an dich drüben, auch fürs Casten. Immer herzlich eingeladen. Danke auch an Mara fürs gut spielen und für mich aushalten heute im Game. Ich gelobe Besserung. Ich muss mehr trainieren, Leute. Ich will der beste Spieler der Welt werden. Das bleibt immer noch das Ziel. Es ist ein weiter Weg. Aber hey, man soll die Ziele hochsetzen, ja? Ja, hier, Dumbledore. Vielen Dank nochmal dafür aus dem Forum. Kann ich mich da irgendwie über die Schulter, auf die Schulter legen? Okay. Und so moderiere ich jetzt ab. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt cool. Das sieht wahrscheinlich scheiße aus. Okay, tschüss. Leute, haut rein, schönes Wochenende. Lasst ein Like da und geht immer auf rockabeans.tv und auch ins Forum, denn dort ist auch sie sehr aktiv. Ja. Und da geht's richtig ab und da wird geballert und alles geil. Gute Besserung, Marco. Wir freuen uns auch auf dich, Flo und Team. Wir vermissen dich. Tschüss. Ciao.